Einen schönen guten Abend. Freut mich sehr, dass Sie wieder manche vielleicht neu zur Eröffnung unserer heurigen Querdenken-Veranstaltungsreihe gekommen sind. Wir gehen ins zweite Jahr. Das erste Jahr ist unserer Meinung nach gut verlaufen und wir möchten weitermachen. Es sind einige Initiativen daraus entstanden und neue Ideen. Und ich freue mich, dass die Zusammenarbeit mit Markus Lobis fortgesetzt werden kann. Und ich freue mich auf den heutigen ersten Abend, der ein sehr interessantes Thema meiner Meinung nach hat. Es geht um den internationalen Terrorismus. Herzlich willkommen, Professor Franz Eder aus Innsbruck. Markus wird ihn ja danach vorstellen. Eine Neuerung heuer, wir werden eine Liste herumgehen lassen. Wenn jemand Informationen über die Reihe Querdenken per Mail bekommen möchte, kann er sich in die Liste eintragen. Ansonsten übergebe ich jetzt in bewährter Weise an Markus und Lobis und er wird den heutigen Abend führen. Danke. Vielen herzlichen Dank, Marlene Mesner. Ich freue mich, dass wir das zweite Jahr mit dieser Reihe starten dürfen. Ich bedanke mich noch einmal für die Aufgeschlossenheit im Vorjahr. Wir hatten da nicht gewusst, wie das läuft. Das war ein neues Format. Es hat sehr gut funktioniert. Das ist sehr erfreulich. Ich danke noch einmal für deine pionierhafte Einstellung, dass du gesagt hast, das ist was Neues. Wir haben den Mut, wir machen das und es hat auch sehr gut funktioniert. Wir hatten auch gestern in Bozen eine sehr erfolgreiche Premiere. Es war das erste Mal, auch durch deine Verbindungen ist auch die Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Südtirol zustande gekommen und so erweitern sich unsere Möglichkeiten. Wir sind einmal in Sterzing, wir sind einmal in Bozen. Wir machen diesen Abend, wie Sie vielleicht wissen, immer zweimal. Einmal sind wir unterwegs und das zweite Mal kommen wir nach Hause, nach Meran. Meran ist, sagen wir mal, der Hauptort für Querdenken. Querdenken, wie Sie wissen, ist eine Veranstaltung, die aus der Notwendigkeit oder aus der gefühlten Notwendigkeit heraus entstanden ist, einfach mehr hinter die Kulissen zu blicken, mehr die Hintergründe zu erfahren und auch mehr quer zu denken und auch mehr zu diskutieren und zu debattieren, weil wir jetzt wirklich alle wissen, dass ein fröhliches Weiter-so in vielen Bereichen, bei vielen Ausgleichs- und Regelsystemen, die wir haben, einfach keinen Sinn mehr macht, dass wir als Menschen, als Bürger, als verantwortungsbewusste Zeitgenossen, die auch an morgen denken sollten und an die Enkel, dass wir einiges umzustellen haben, wenn wir ein gutes Morgen sicherstellen wollen. Und wenn man etwas nicht weiß, dann ist man einfach nur ignorant. Wenn man es weiß und nichts macht, dann ist man zynisch und arrogant und es wäre dann mehr als angemessen, dass die Enkelgeneration dann, wenn sie uns schon nicht verfluchen, zumindest stark kritisieren für die Abzweigungen, die wir verpasst haben in dieser wichtigen Zeit, in der wir leben. Wir haben heute ein Thema, das jetzt nicht ein klassisches Querdenken-Thema als solches ist, aber wir werden versuchen, durch Hinterfragung, durch Analyse herauszufinden, ob die Deutungen, die wir im Allgemeinen über die Medien, über den Terrorismus erhalten, ob die stichhaltig sind, ob es Hintergründe gibt, die wir weniger kennen, wie das Ganze mit dem Ganzen zusammenhängt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Moment, dass wir immer darüber nachdenken, dass es in unserer sehr komplexen, vernetzten Welt eigentlich sehr viele Ursachen, Zusammenhänge gibt, die wir so langsam erkennen und wo wir dann auch unsere Handlungsmöglichkeiten erkennen können als Gemeinschaft. Wir wissen, dass die Politik neue Impulse braucht, dass die Bürger wieder stärker eingreifen müssen, um die Politik wieder in die Gestaltung zu bringen. Und all diese Überlegungen haben dazu geführt, dass wir uns eben hier mit interessanten Querschnittthemen beschäftigen. Ich begrüße ganz herzlich Professor Franz Eder. Er ist Professor am Institut für Politikwissenschaft der Universität Innsbruck und auch Studiendekan zurzeit in der Fakultät. Und er beschäftigt sich unter anderem mit der Terrorismusforschung. Und da setzt schon meine erste Frage gleich mal an. Wie kommt man eigentlich dazu, sich mit Terrorismus zu beschäftigen? Das ist eine gute Frage. Also bei mir hat es damit begonnen, dass ich schon relativ früh Interesse entwickelt habe im Studium für Fragen von Außen- und Sicherheitspolitik. Sozusagen alles, was mit Innenpolitik, mit Österreich zu tun hat,
habe ich ganz offen gestanden, nervlich nicht ausgehalten. Und deswegen habe ich mir sozusagen Themen gesucht, wo es irgendwie spannender war für mich und wo ich mir vorstellen können, da kann ich jetzt längere Zeit, sozusagen bis zur Pension, wirklich an einem Thema arbeiten. Und das war eben Außen- und Sicherheitspolitik und der Fokus war da bei mir die USA. Und wenn man mit den USA zu tun hat, und das war genau die Zeit in meinem Studium, wir haben den 11. September dann, wir haben den Irakkrieg, da ist unglaublich viel passiert und da kommt Terrorismus zwangsläufig vor als Thema. Und das hat mich interessiert, ich habe mich damit auseinandergesetzt und wir haben auch auf den Unis in Österreich, wir haben nur 3 Institute für Politikwissenschaft und wir haben eigentlich eine unausgesprochene Arbeitsteilung. Die Wiener machen eher sowas in Richtung Globalisierung, globale Ökologie, sowas in die Richtung. Die Salzburger machen eher Welthandel und die Innsbrucker machen Sicherheitspolitik und dann haben wir in Innsbruck uns das ein bisschen aufgeteilt. Einige machen Russland, einige machen nukleare Fragen, Iran, Nordkorea und die machen eben USA und Terrorismus. Sozusagen auf diese Art und Weise bin ich bei dem Thema gelandet. Jetzt müssen wir mal gleich überlegen, von welchem Terrorismus wir sprechen. Denn Terrorismus ist ja nicht ein neues Phänomen, er schwappt momentan wieder in die Aufmerksamkeit, aber es hat ja immer wieder Wellen gegeben. In Europa haben wir ja eine bestimmte, ich möchte es nicht defätistisch sagen, aber eine Terrorismus-Tradition. Es hat ja in der Nachkriegszeit mehrere Terrorwellen gegeben. Wie grenzen wir die aktuelle Terrorwelle von anderen Terrorausprägungen ab, die wir in der Vergangenheit hatten? Also Terrorismus ist eigentlich fast schon so alt wie die Menschheit. Es hat immer schon Zeiten gegeben, wo Terrorismus angewandt wurde. Und da sind wir vielleicht schon bei der Definition, was ist denn überhaupt Terrorismus, um dann zu dem zu kommen, wie unterscheidet sich der heutige Terrorismus von dem früher? Terrorismus ist, und das ist ganz spannend, es gibt bis heute keine Definition, was Terrorismus ist, weil die Staaten sich nicht darauf einigen können, weil es immer wieder Definitionen gibt, wo eine Gruppierung zum Terroristen oder eine Gruppierung als terroristisch bezeichnet wird, wo ein Staat sagt, naja, die sind sie eigentlich gar nicht, die unterstützen ja wir, aber die anderen sind die Terroristen. Mhm. Und die anderen Staaten sagen dann aber, na, die sind keine Terroristen, weil die machen etwas, was wir unterstützen können. So ähnlich ist es auch beim Populismus, wenn man sagt, der Populismus, das machen die anderen. Immer die anderen, immer die anderen, ganz genau. Ja. Und wir in der Wissenschaft sind da pragmatischer. Wir sagen, Terrorismus hat nichts mit der Identität derjenigen zu tun, die das durchführen. Also uns ist es egal, wer das macht. Wir definieren es als eine Tat, nämlich als die Anwendung oder die Androhung von Gewalt von nichtstaatlichen Akteuren, um eben politische Ziele zu verwirklichen, politische oder ideologische Ziele. Und das ist eine sehr, sehr breite Definition, wo sehr viel drunter fällt natürlich. Ja, da sind wir jetzt beim islamistischen Terrorismus, über den wir heute sprechen, aber da sind wir auch bei klassischen Bewegungen, wo viele sagen würden, das ist eine Freiheitsbewegung. Aber uns geht es nicht darum zu sagen, naja, das ist jetzt gut oder das ist schlecht, sondern wir schauen uns wirklich an, welche Taktik, welche Methode wird hier angewandt. Und Terrorismus ist nichts anderes als eine Methode, die angewandt wird. Wie würde man in diesem Kontext, sagen wir mal, terroristische Akte einreihen, die zum Beispiel durch Geheimdienste auch durchgeführt werden? Es gehen jetzt die Archive auf, man sieht das eine oder andere, was in der Nachkriegszeit passiert ist, und man sieht, dass auch Terrormethoden angewandt wurden. Wie würden Sie die einreihen? Ja, wenn es wirklich von Staaten umgesetzt wurden, sozusagen, wenn Geheimdienste Operationen machen. Die Staatsräson dahinter stand dann. Naja, Staatsräson, das wird jetzt ein bisschen komplex, aber wenn es jetzt wirklich Staaten waren, die hier Anschläge durchgeführt haben, dann spricht man oft von Staatsterrorismus, aber es ist im Prinzip eine Form von illegitimer Gewaltanwendung. Gewaltanwendung ist in den meisten Formen illegitim. Oder wir haben natürlich auch den Fall, wo Staaten Terrororganisationen aufbauen und unterstützen, ganz bewusst. Wir kennen den klassischen Fall Iran und Hezbollah als Terrororganisation, als schiitische, die finanziell von den Ressourcen, vom Rückzugsgebiet unterstützt wird. Und wir kennen das von vielen anderen Staaten auch. Ja, also der Irak hat lange Zeit Terrororganisationen unterstützt. Wir haben in den USA immer wieder Organisationen, die in Lateinamerika Guerilla-Bewegungen unterstützt haben, wo man nicht weiß, ist das jetzt Terrorismus, ist das jetzt Freiheitskampf, ist das Kampf gegen den Kommunismus. Also da gibt es natürlich auch viele Grauzonen. Gehen wir mal ein bisschen zurück, versuchen wir herauszufinden, wo der aktuelle Terrorismus, ich weiß nicht, ob man den überhaupt als einen sehen kann, das werden wir dann herausarbeiten im Laufe des Abends, aber wir haben es jetzt mit einem
sagen wir mal, als islamistisch kategorisierten Terrorismus zu tun. Wo nimmt der seinen Ursprung? Wo sind die Grundlagen von dem, was wir heute als islamistischen Terror wahrnehmen? Also ich würde schon sagen, dass es hier einen Unterschied gibt und dass man hier von einer eigenen Welle sprechen kann, die sich doch unterscheidet von den anderen. Wir haben die klassischen Terrorismusbewegungen Ende des 19. Jahrhunderts in Russland zum Beispiel, aber auch in Europa, wo eben aus der Gesellschaft raus sich Akteure terroristisch betätigen, zum Beispiel in Russland Gruppierungen, die sich gegen den Zar richten, Attentate verüben. Und das sind alles Gruppierungen, die eben aus der Gesellschaft kommen und in der Gesellschaft irgendwas erreichen wollen, einen Umbruch erreichen wollen. Eben dieses politische Ziel haben sie im Auge. Und das tun sie durch klassische Attentate. Attentate auf Staatsorgane, auf den Zaren selber. Es kommt ja auch zum Tod eines Zaren. Das Attentat auf Kaiserin Sisi könnte man auch sagen, okay, das ist auch ein klassisches Terrorattentat. Das ist der klassische Terrorismus, so wie wir ihn kennen und den wir auch dann in späterer Form, Brigade Rosse. Attentat auf den Thronfolger in Sarajevo, da hat es ja vorher auch schon Attentate gegeben. Ganz genau. Ja. Aber dieser islamistische Terrorismus unterscheidet sich, weil der kommt eben nicht so sehr, er kommt schon aus der Gesellschaft, aber nicht von Personen, die sich als Teil der Gesellschaft sehen. Darüber werden wir dann ohnehin noch sprechen. Und der hat so den Ausgangspunkt in den 50er, 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts. Und die eigentliche Ursache, warum diese Bewegungen entstehen, hat mit der arabischen Welt zu tun und mit dem Nicht-Umbruch in der arabischen Welt. Das ist eben die arabische Welt nach der Entkolonialisierung. Wir sehen es überall, wir sehen es in Ägypten, wir sehen es in Irak, Jordanien, Syrien. Entstehen keine Demokratien, sondern es entstehen autoritäre Systeme mit de facto Diktatoren, wenn man das so offen sagen will, die durch den Westen unterstützt oder durch Moskau unterstützt, eben in ihrem Land ein starkes Regime führen. Und da kommt es eben auf einmal zu ganz klassischen nationalistischen Bewegungen, die sich überlegen, das muss ja nicht so sein, sondern wir wollen eine andere Form von Herrschaft haben, sowas wie Demokratie. Und diese Staaten gehen natürlich mit sämtlichen Repressionsmitteln, die sie haben, gegen diese Bewegungen vor. Werden dabei von uns unterstützt. Werden von uns unterstützt, oder sie, also von uns und Anführungszeichen. Also in unserem Namen, sagen wir mal so. Auch nicht in meinem Namen, aber sozusagen im Namen des Westens, was immer auch dieser Westen ist, sozusagen diese westliche. Aber wir können uns da nicht so leicht rausstehen, weil es wird in unserem Namen gemacht. Ich bin 80 geboren, alles was davor war, also, okay. Ich bin verantwortlich. Ja, man denkt ja auch immer an die Enkel und Enkel und Kinder und Kindeskinder, ja. Wenn man. Wobei Kollektivschuld ist eine andere Frage. Aber auf alle Fälle, da entsteht Protest und dieser Protest kann sich nicht artikulieren im politischen System, weil im politischen System ist Protest nicht vorgesehen. Das kennen wir ja teilweise auch bei uns. Und das heißt, diese Akteure werden verfolgt, sie werden gefoltert, sie werden ausgegrenzt und beginnen sich zu radikalisieren und schreiben sich auf die Fahnen, okay, es geht jetzt darum, den Sturz dieser Regime herbeizuführen und da wird auf einmal das Attentat, wir kennen die Attentate auf Nasser in Ägypten zum Beispiel, wird zu einer Form, also Terrorismus wird zur politischen Gewalt. Ja? Und dann kommt ein ganz wichtiges Jahr für diese ganze Entwicklung, ein wichtiges Jahr auch für heute, nämlich das Jahr 1979. Im Jahr 1979 passieren zwei Dinge. Einerseits kommt es zur islamischen Revolution im Iran, was für diese Akteure genauso wie für den Westen unvorstellbar war. Nämlich, dass eines und von außen gesehen eines der stärksten, einflussreichsten und repressivsten Regime stürzen kann. Und zwar stürzen kann durch eine islamische Revolution. Das war unvorstellbar und hat für diese Menschen, für diese Bewegungen auf einmal eine Denkmöglichkeit eröffnet. Ist möglich. In dem Moment zu dieser, sagen wir mal, Verbindung zwischen Terrorismus und Islam gekommen, hat man diese Klammer, die wir heute auch vermuten, dass es diese islamistische Klammer eben gibt, hat das seinen Ursprung in diesen Ereignissen oder ist das dann später auch, sagen wir mal, instrumentalisiert worden? Nein, das kommt bei erst. Den einen wie bei den anderen. Das kommt, glaube ich, erst. Also da haben diese Akteure, die eben danach trachten, die Regime in den eigenen Staaten, sei es Ägypten, Jordanien, Syrien und so weiter, zu stürzen, auf einmal gesehen, es ist möglich. Etwas, wo man davor gekämpft hat und gesagt hat, naja, wir werden es vielleicht eh nie schaffen und sämtliche Gruppierungen werden zerstört, die Leute werden verfolgt,
gefoltert, umgebracht, ja, sehen auf einmal, naja, es ist möglich. Mhm. Und dann passiert etwas Zweites, und das ist fast noch wichtiger. Die Sowjetunion marschiert in Afghanistan ein, und es beginnt der Afghanistan-Krieg. Und was die USA jetzt machen... Das war 1979. Das ist das gleiche Jahr. Und die USA beginnen jetzt den Widerstand gegen die sowjetische Besatzung zu unterstützen, indem sie Geld nach Pakistan schicken. Sie machen es natürlich nicht direkt, sie schicken nach Pakistan das Geld. Und wir sprechen hier von Milliarden von Dollar. Und die Pakistanis verteilen dieses Geld an den Widerstand. Das heißt, sie entscheiden, wer dieses Geld bekommt. Und die Pakistanis haben damals, genauso wie heute, eher jene unterstützt, die radikalere Ansichten hatten. Und das führt jetzt dazu, dass diese autoritären Staaten des Nahen und Mittleren Ostens auf einmal die Möglichkeit sehen, ihre Radikalen abzuschieben nach Afghanistan. Die sollen dort kämpfen, es ist ihre Pflicht. Da kommt jetzt auch einmal wieder die Religion ins Spiel, sozusagen die Kommunisten als Atheisten, als ganz böse. Und jetzt haben sie eine Möglichkeit, sich da zu beweisen. Sie sind froh, dass diese radikalen Elemente jetzt weg sind. Was sie aber nicht bedenken, ist, dass diese Elemente, also diese Akteure, die zunächst isoliert voneinander waren, die Ägypter waren unter sich, die Jordanier waren unter sich, die Iraker, die Saudis waren unter sich, jetzt auf einmal sich vernetzen können, weil sie vor Ort sind und kämpfen können. Das heißt, sie haben Kampferfahrung, sie werden dort trainiert, das ist wie ein Trainingslager, viele sterben natürlich auch, keine Frage, und sie können sich vernetzen. Das heißt, durch den Afghanistan-Krieg kommt es auf einmal zur Vernetzung dieser radikalen Akteure, die erkennen, dass sie eigentlich ein gemeinsames Ziel haben. Und der Afghanistan-Krieg ist dann vorbei. Das gemeinsame Ziel in diesem Fall einfach Exerzierfalt auf Afghanistan, Kampf gegen den Kommunismus, Verbindung. Aber hat er sicher auch andere wesentlich, sagen wir mal, profanere Gründe auch gegeben? Mit Macht, Einflusszonen, mit Geschäftsinteressen und so weiter? Oder war das einfach? Na, mit gemeinsamem Ziel meinte ich eher, dass diese Akteure eben gesehen haben, sie wollen alle in ihren Heimatländern eigentlich einen Umsturz bewirken, einen politischen Umsturz. Sie wollen diese autoritären Regime loswerden. Die Saudis wollen das Königshaus loswerden. Teile zumindest, diese Radikalen. Ja. Und sie sehen, vielleicht besser ist es, sie kooperieren und sie arbeiten zusammen. Wenn ich mich recht erinnere, war da noch ein dritter Anschlag. Und ich glaube, das war ein Anschlag auf die Kaaba. In Saudi-Arabien. Wie hängt der damit zusammen? Weil ich glaube, von daher kommt ja auch diese unglückselige Vernetzung zwischen den Wahhabiten und den Saudis, die auch weltpolitisch eine bestimmte Rolle spielt. Also das saudische Könighaus hat den Wahhabismus, nämlich eine sehr radikale Interpretation des Islams, schon seit jeher instrumentalisiert für den Machterhalt. Sagen, es gibt hier zwischen der religiösen Führungsschicht und dem Königshaus, das ja mittlerweile aus mehreren tausenden Personen besteht, enge Verbindung. Und ist natürlich sehr, sehr heuchlerisch, wenn man die Bilder sieht der saudischen Königsfamilie, wenn sie an der Côte d'Azur oder in Sardinien Urlaub machen und alle die Damen im Bikini schwimmen gehen und die Herren kein Problem damit haben. Und zu Hause müssen sie sich verschleiern und haben überhaupt keine Rechte. Also es ist extrem heuchlerisch. Aber hier wird Religion natürlich instrumentalisiert als Mittel, um Gefolgschaft zu sichern, beziehungsweise es ist ein ideologischer Unterbau, auf dem alles andere aufbaut. Weil ich habe nur noch mal, jetzt hat mich gestern ein Bekannter darauf hingewiesen, beim Nachhausefahren, dass das Thema Anschlag auf die Kaaba gestern nicht zur Sprache gekommen ist, weil das doch ein Schlüsselelement sein könnte, weil der Terror da ja auch im Herzen von Saudi-Arabien war. Der ist danach nie mehr dorthin zurückgekehrt, oder wissen wir nichts darüber? Na, also es gibt in Saudi-Arabien gibt's ja diese Radikalen, nämlich aus jene, die dann zu Al-Qaida werden, die werden ja deshalb aus Saudi-Arabien fortgeschickt, weil sie dort den Sturz der Sauds und des Königshauses betreiben, auch mit Anschlägen. Also es gab hier in allen diesen Staaten, wir haben es in Ägypten, wir haben es in Syrien, wir haben es im Irak, gibt es überall diesen politischen Widerstand, der sich dann vor allem radikalisiert und extremistisch wird und durch Anschläge macht. Ich würde jetzt nicht sagen, dass dieser Anschlag auf die Kaaba ein Schlüsselelement war. Es zeigt nur, dass es diesen Widerstand dort gab. Wichtiger war eben, dass sie sich in Afghanistan haben vernetzen können und Gewaltanwendung gelernt haben. Und das war etwas, wo wir jetzt auf einmal einen Akteur aus Jemen haben, der nach Saudi-Arabien ausgewandert ist, nämlich Bin Laden, der sich zusammen mit einem Ägypter
Zawahiri zusammentut und eine Organisation aufbaut, die sich dann Al-Qaida nennt. Aber wenn man das genauer betrachtet, dann geht es doch in dieser Phase, die wir gerade beschreiben, eher um Guerillataktik als um Terrorismus. Naja, um was geht's? Es geht darum, mit begrenzten Mitteln in einem asymmetrischen Konflikt die Anschlagsmethode zu wählen, die am meisten Sinn macht. Ja, das ist klassische Form, das sind die klassischen Elemente von Terrorismus. Hier kämpft natürlich diese Guerilla-Organisation gegen einen Staat, gegen den zweitmächtigsten Staat der damaligen Zeit und besiegt ihn de facto. Ja? Aber die Taktiken, die man anwendet, sind auch Taktiken, die man übernehmen kann dann für den Terrorismus. Und das verschiebt sich dann. Nachdem dieser Krieg vorbei ist, bietet sich Bin Laden zum Beispiel auch an, Saudi-Arabien, als Hussein einmarschiert in Kuwait. Man könnte jetzt sozusagen hier eine Freiwilligenarmee aufbauen. Die Saudis sagen, nein, interessiert uns nicht. Und sie machen etwas, was für Bin Laden sozusagen der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen bringt. Die Saudis laden die USA ein, in ihrem Land sozusagen sich zu stationieren, im heiligen Land sozusagen der Muslime und von dort aus Krieg in den Irak zu führen. Und hier kommt der endgültige Bruch zwischen Bin Laden und seiner Al-Qaida und dem Königshaus, beziehungsweise überhaupt den anderen Monarchen und Despoten in der Region. Ich möchte noch mal kurz einhaken, weil wir ja gerade diese Situation in Afghanistan beschreiben. Ich denke, in solchen Situationen bilden sich natürlich dann auch Führungs- und Kommandostrukturen heraus. Vielleicht können Sie noch einmal, oder kannst du, ich hoffe, es wird nicht als Respektlosigkeit gesehen, aber wir haben ja intime Gesprächsatmosphäre und ich glaube, das stört überhaupt nicht. Kannst du noch mal kurz die wesentlichen Führungsfiguren skizzieren, die sich aus dem Afghanistan-Konflikt herausgeschält haben? Ja. Also Bin Laden hat sich damals bei dieser ganzen Geschichte, wie das entstanden ist, als jemand gezeigt, der gut organisieren kann. Deswegen ist er sozusagen in diesem ganzen Gemisch an Akteuren zu einer Führungsperson entstanden oder hat sich zu einer Führungsperson entwickelt. Und man muss sich vorstellen, wir sprechen da von Millionen von Dollar, und teilweise Milliarden von Dollar, die da verschoben werden. Das muss man organisieren, man muss Strukturen aufbauen. Und das waren Erfahrungen, die Bin Laden hier genutzt hat, um hier wirklich so etwas aufzubauen. Er als Führungsfigur, dann hat er mit Zawahiri, der hoch gebildet war, hat, glaube ich, ein Doktorat in Islamwissenschaften und islamischen Recht, glaube ich sogar, aus Ägypten. Und Khalid Sheikh Mohammed, auch ein Organisationstalent, die machen wirklich eine Organisation, wo es Propaganda gibt, da gibt es Logistik, da gibt es Führungsfiguren, da gibt es Ideologen. Das ist wirklich etwas, eine Organisation, die hierarchisch aufgebaut ist, mit einer Kommandostruktur von oben nach unten, mit einzelnen, ich würde jetzt nicht sagen, Ministerien, das wäre dann eher beim IS zu finden dann später, aber die wirklich etwas haben, wo man sagen kann, ja, es ist eine schlagkräftige Organisation, eine moderne Organisation, die wirklich große Projekte, wenn man nämlich sagen, Projekte umsetzen kann und das sehr, sehr professionell. Das lernen die dort, das wenden sie an, sehr erfolgreich. Und nehmen dieses Wissen dann mit, indem sie Al-Qaida gründen. Welche Rolle spielt in dieser Phase, wie spielen in dieser Phase die USA? Die USA haben damals etwas getan, was sie immer tun. Sie verbünden sich mit dem Feind ihres Feindes. Damals waren es eben, und es ist leider immer noch so, Pakistan. Und unterstützen über Pakistan eben die Widerstandskämpfe, ohne wirklich zu fragen, was passiert mit denen danach. Ja? Das ist ja nicht so, die kämpfen da mehrere Jahre, haben ihre ganze Existenz dort reingegeben und das ist ihr Leben. Und zu glauben, dass die von heute auf morgen sagen, okay, das war's jetzt, geht's wieder zurück und verkauft Bücher, das machen sie halt nicht. Das ist etwas, was sie gelernt haben und sie haben Gefallen daran gefunden, sehen jetzt auf einmal einen Mehrwert in dem, was sie tun, für ihre politischen Ziele. Das heißt, die wollen dieses Erlernte, dieses Know-how jetzt auch weitertragen. Das heißt, die USA haben eigentlich etwas geweckt selber, was sie später einholen wird.
Für mich drängt sich da auch ein Bild auf, das jetzt ein bisschen aus dem Rahmen fällt, aber das vielleicht auch in einen Zusammenhang gestellt werden kann. Es ist so etwas Ähnliches wie die Söldnerheere, die im 30-jährigen Krieg irgendwann einmal das Handwerk einfach weiter betrieben haben, oder? Das ist das Problem mit Söldnerheeren. Wer sie bezahlt, der kann über sie anschaffen. Und wenn sie niemand bezahlt, dann holen sie sich eben das, was sie haben wollen. Und genau das haben wir hier. Irgendwann hört die Finanzierung auf, der Krieg hört auf. Und sie suchen sich andere Betätigungsfelder. Einige haben wirklich aufgehört und gesagt, okay, das war's. Aber eben der harte Kern um Bin Laden organisiert sich jetzt als Organisation, die lange Zeit relativ zurückhaltend in Ruhe arbeitet. Die haben jetzt keinen großartigen, also sie haben Geduld gehabt, nennen wir es so. Sie planen, es gibt erste Anschläge aufs World Trade Center mit einer Bombe in der Tiefgarage, wo man noch nicht genau gewusst hat, wer war das jetzt, wer steckt genau dahinter. Und dann haben wir die ersten Anschläge in Kenia und Dar es Salaam auf US-Botschaften. Die USA sind vollkommen außer sich, haben das überhaupt nicht auf dem Radar gehabt, 1998, wissen auch gar nicht, ja, wen soll man jetzt attackieren, weil wenn man weiß, okay, der Irak oder der Iran oder irgendein anderes Land haben einen Angriff gestartet, da weiß man, okay, die sind hier gut daheim, wo schlage ich zurück, hin, genau, aber was mache ich bei einem Terroristen, wo wohnt denn der, ja? Und wer ist das überhaupt? Ja? Und da beginnt jetzt, Bin Laden ist zu dieser Zeit eben in den Sudan geflohen, da beginnt dann der Druck auf den Sudan, Bin Laden auszuweisen. Und Bin Laden mit seiner Gruppe geht wieder dort zurück, wo er hergekommen ist, aus Afghanistan, einem Land, in dem sich mittlerweile die Taliban durchgesetzt haben, die auch eine sehr, sehr strikte Auslegung des Korans haben und das System dort aufgebaut haben, das funktioniert im Vergleich zu den Jahren zwischen dem Krieg, also nach Kriegsende und der Machtübernahme der Taliban. Das heißt, es gibt gewisse Strukturen, aber die sind natürlich sehr rigide. Und in diesem Machtvakuum kann sich jetzt Al-Qaida 3 Jahre lang in Ruhe vorbereiten auf den Anschlag. Und sie tun das. Also fassen wir nochmal diese erste Phase zusammen. Wir haben jetzt sehr dicht uns auch regional in einem größeren Raum bewegt. Bitte gib uns noch einmal ganz in kurzen Worten diese erste Phase wieder, die wir jetzt besprochen haben. Also wir haben sozusagen in der arabischen Welt einen politischen Widerstand, der unterdrückt wird. Diese Unterdrücker, diejenigen, die unterdrückt werden, sagen, okay, wir müssen jetzt Gewalt anwenden, um diese Staaten, um die Führungen in diesen Staaten umzuwerfen. Dann kommt die Revolution im Iran und auf einmal wird eine Möglichkeit offenbart, es könnte funktionieren. Wir haben den Afghanistan-Krieg. Die Leute, die zunächst isoliert waren, vernetzen sich und erlernen Taktiken und Methoden, wie man Gewalt anwenden kann. Und jetzt beginnt das Umdenken. Und man sagt, um den Feind vor Ort, diesen nahen Feind, wie man ihn auch bezeichnet, zu bekämpfen, müssen wir auch den Unterstützer dieses fernen Feindes, also den fernen Feind bekämpfen. Weil was nützt es uns? Also wir haben keine Chance, vor Ort zu kämpfen, wenn die diese Unterstützung von den USA und Europa bekommen. Wir müssen den Kampf zum fernen Feind bringen, um dem klarzumachen, ihr sollt bitte nicht diese Potentaten unterstützen, sondern wir wollen hier eine andere Form von politischer Teilhabe haben. Von Demokratie sprechen wir jetzt da nicht mehr. Ja. Beginn war es vielleicht Demokratie, jetzt nicht mehr. Und sie beginnen die ersten Anschläge auf US-Botschaften und planen dann von Afghanistan aus in aller Ruhe den ersten Anschlag, den großen Anschlag auf das World Trade Center und auf Washington. Lass uns noch einmal zurückkommen auf einen spannenden Gedanken, der sich jetzt herausstellt. Also wir könnten die These aufstellen, dass wenn eine normale demokratiepolitische Entwicklung in diesen arabischen Ländern möglich gewesen wäre, so wie sie sie auch bei uns gegeben hat, dass dann unter Umständen das westliche Modell in diesen Ländern auch mehr Erfolg gehabt hätte, beziehungsweise auch eine freiheitlich-liberale Verfassung in manchen Ländern zustande gekommen wäre, nicht über Satellitenregimes, sondern über autochtone, also aus dem Land heraus wachsende demokratische Strukturen. Und wir haben es dann sozusagen, jetzt mache ich es ganz flapsig, versemmelt, haben unsere geopolitischen Interessen in die Waagschale geworfen und auf diese Art und Weise eine Radikalisierung herbeigeführt, die zwangsläufig dann auch eine religiöse Ausprägung bekommen hat.
Das ist eine steile These, aber irgendwie drängt sie sich mir auf. Na, so steil ist sie gar nicht. Die würde sie schon unterschreiben, aber es ist nur ein Teil der Geschichte. Okay. Weil Demokratisierung ist nichts, was nur von außen passiert. Wenn ich mal sage, wir waren schuld, weil wir wollten dort nicht demokratisieren, würden wir davon ausgehen, dass diejenigen vor Ort sich demokratisieren lassen. Und es ist ihnen einfach so. Ja? Wenn du einen bipolaren Konflikt hast und du hast Potentaten vor Ort, die aufgrund von das sind meistens Militäroberste, also die haben die Gewalt in der Hand, die sich aussuchen können, naja, wenn die USA da und sagen, du macht einmal Wahlen und kümmert euch um euer Volk und seid sind so korrupt, ja, dann geht auf die Seite der Sowjetunion. Und das geht eben in diesem Kalten Krieg, wenn man in dieser Logik verhaftet ist, dass man die Ausdehnung des anderen mit allen Mitteln verhindern will, geht es eben nicht so einfach. Aber natürlich, Demokratisierung, die Teilhabe am politischen Prozess ist ja nicht irgendwas Natürliches oder das ist etwas, was Gott gegeben ist, sondern das ist eine Antwort des Menschen auf die Frage, wie sich Gesellschaften gewaltlos organisieren. Ja? Politik ist ja nicht unbedingt oder Demokratie ist ja nicht unbedingt die ideale Lösung. Es ist die beste Lösung, die wir haben, um Gewalt nicht zuzulassen. Ja? Und in gewissen Regionen der Welt hat es relativ gut funktioniert, nach langer Fehlschlägen, zum Beispiel hier in Europa, das muss man ja auch im Hinterkopf haben. Wir haben Demokratie auch nicht erfunden, sondern kämpfen heute da eigentlich noch um. Es war mal ein Fenster. Also wir reden von einem Fenster von 50 Jahren. Also ja. Und wo sie aufgezwungen wurde, das war Österreich und Deutschland zum Beispiel, uns hat man Demokratie aufgezwungen nach 45 mit extrem starken Einsatz, mit viel wirtschaftlichen Mitteln. Da hat es auch funktioniert. Ja, aber das kostet Geld, das kostet Einsatz und das kostet auch die Bereitschaft der politischen Führung auf der anderen Seite, das zuzulassen. Also ja, die USA und der Westen hat hier eine Schuld, aber es ist nicht nur etwas, was von außen kommt, es muss auch von innen kommen. Demokratie muss von innen wachsen und kann nicht von außen. Nein, ich wollte das nicht so sehen, ich wollte es nur mal verknappen, um zu sagen, es hätte, also Geschichte ist nie etwas, was einfach sich ereignet, sondern Geschichte hat Ursachen, Geschichte hat auch, sagen wir mal, Ausrichtungen, Geschichte hat Interessen, die dahinter stecken und je mehr, dass wir von diesen Mechanismen verstehen, desto mehr können wir vielleicht auch ein anderes Mal, in der Hoffnung, aber man sagt ja, die Geschichte wiederholt sich immer, davon profitieren und einen anderen Mechanismus einmal ausprobieren. Das ist ja dieser Grundgedanke, der nach dem Ersten Weltkrieg kommt, dieser Grundgedanke, den Wilson geprägt hat, okay, wir müssen Frieden schaffen, indem wir demokratisieren, indem wir die Verbindungen zwischen Staaten stärken, nämlich wenn Staaten miteinander Kontakt haben, wenn sie sich austauschen, dann reden sie zunächst einmal, bevor sie schießen. Und wir müssen die wirtschaftlichen Abhängigkeiten erhöhen, weil je höher die wirtschaftliche Abhängigkeit zwischen Staaten ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie in den Krieg gehen. Also diese Grundideen gibt's ja und die versucht man auch zu verbreiten. Aber in manchen Fällen eben dann sagt man, okay, aus rein strategischen Überlegungen, aus sicherheitspolitischen Überlegungen ist mir jetzt vielleicht lieber ein starker Despot lieber wie eine unsichere Demokratisierung, die irgendwo enden könnte, dass der Staat in ein Lager abdriftet, das mir nicht wohlgesonnen ist. Mit dem kann ich einen Pakt schließen. Ne? Genau. Aber 1989 kommt dann das famose Ende der Geschichte. Die Mauer fällt und das westliche, damals schon stark neoliberal geprägte Machtsystem setzt sich durch, also wird zumindest so interpretiert. Die geopolitische Interessenlage verschiebt sich auch. Also was passiert vor diesem Hintergrund? Wir haben ja diese Jahre vorher schon irgendwie beschrieben, das fällt in diese Jahre hinein. Welche Auswirkungen hat der Fall der Mauer und der Fall des kommunistischen Regimes in der Sowjetunion auf diese Gemengelage, die wir vorhin vorgefunden haben? Ich glaube nicht, dass das eine großartige Auswirkung hatte auf den Terrorismus an sich. Was wir hier natürlich sehen, ist, einige haben gesagt, jetzt ist das Ende der Geschichte da. Wir sehen jetzt, dass viele Staaten sich auf einmal demokratisieren. Sie werden zu demokratischen Staaten. Wo wir aber die Demokratisierung immer noch nicht sehen, ist es im Nahen und Mittleren Osten. Da geht es gleich weiter wieder vor. Ja. Und das nährt natürlich die Unzufriedenheit. Wir haben in eine extreme wirtschaftliche Entwicklung in der westlichen Welt. Das sieht man auch. Diesen globalen Konsum kann man sehen. Und andere Staaten sehen eben, dass bei ihnen nichts weitergeht. Sie sehen zwar, dass es eine Führungselite gibt, die immer reicher wird, die korrupt ist, die permanent an der Macht bleibt. Ja. Der einzige Machtwechsel, der stattfindet, ist einer, wenn jemand einmal stirbt.
aber die sterben ja teilweise auch nicht, wenn man sich Simbabwe zum Beispiel anschaut, der stirbt einfach nicht. Ja. Oder wenn sie es tun, dann sind es Putschs innerhalb der Eliten, ja, ist auch kein richtiger Machtwechsel. Ja. Und die Unzufriedenheit dieser Menschen ist natürlich sehr, sehr groß. Wir haben ja ein großes Potenzial an jungen Leuten, die einfach für sich keine Zukunft sehen. Die sehen, anderswo gibt es Zukunft. Und dieses anderswo ist aber für uns nicht erreichbar. Und dieses anderswo hilft sogar noch den Regimen vor Ort, damit sich die Situationen nicht verändern. Ja. Und da entstehen hier Dynamiken und Entwicklungen, die zu Radikalisierung führen können und zu Extremismus führen können. Und das nützen solche Organisationen wie Al-Qaida und andere heute eben aus. Dann kommt plötzlich, um die Terminologie zu schärfen, die Mutter aller Anschläge. Der 11. September. Ja. Vor welchem Hintergrund spielt der sich ab? Was passiert da? Der 11. September ist ein Ereignis, das kann man wir hier in Europa gar nicht richtig abschätzen, welchen Einfluss dieser 11. September auf die Psyche der Amerikaner hatte und Amerikanerinnen hatte. Wenn man sich den Wahlkampf 2000 anschaut zwischen Bush und Gore, war es ein Wahlkampf, wo Bush ganz klar mit einer Message Wahlkampf gemacht hat, die USA, also das Ende der Geschichte ist da, wir können uns zurückziehen aus der Welt, wir müssen uns jetzt einmal auf Amerika konzentrieren, wir müssen schauen, dass wir da das Gesundheitssystem aus seiner Sicht reformieren, wir müssen Infrastruktur weiterbringen, wir müssen Innenpolitik betreiben. Er will sozusagen die USA zurückholen. Und jetzt auf einmal kommt ein Anschlag, von dem man vollkommen überrascht ist. Also wenn man sich die Bilder anschaut, wenn man sich die Autobiografien durchliest, wenn man sich Berichte von Leuten vor Ort durchliest, die waren geschockt, die wussten nicht, was passiert. Zunächst glaubte jeder, das ist ein Unfall, und beim zweiten Flugzeug wussten sie sofort, we are under attack, wir sind angegriffen worden. Und das ist etwas für die USA vollkommen Unverständliches. Der letzte Angriff auf das US-Territorium erfolgte 1941 in Pearl Harbor. Und Pearl Harbor gehört zwar zu den USA, aber es ist irgendwo im Nirgendwo. War ein vergleichbarer Schock, wobei da wusste man, es kommt was. Man hat nur nicht gewusst, dass es Pearl Harbor war. Man dachte eher Guam oder andere Bereiche. Da wusste man es. Ja. Und dass wirklich das Kernland der USA getroffen wurden, war 1812, als die britischen Truppen das Weiße Haus niedergebrannt haben. Also die USA waren fast 200 Jahre lang überhaupt keiner direkten Bedrohung ausgesetzt. Und jetzt erfahren wir, schaffen es, irgendwelche Terroristen in Afghanistan, in einem der rückständigsten Länder dieser Welt, die USA, das stärkste, wirtschaftlich stärkste Land der Welt, das militärisch stärkste Land der Welt, mit 17 unterschiedlichen Geheimdiensten, die Dinge können, die wir gar nicht wissen wollen, was die können, zu überraschen. Und Ikonen der USA, das World Trade Center, das Pentagon, und sie hatten auch das Weiße Haus im Auge zu treffen. Die waren paralysiert. Die waren wirklich paralysiert. Und nicht nur die Führungselite, auch die amerikanische Gesellschaft. Der 11. September war ja perfekt inszeniert. Mhm. Also das muss auch eine entwickelte Kenntnis der Funktionsweise der aktuellen Medien voraussetzen, dass man einfach wirklich einen Moment heraussucht, wo man sagt, wir machen jetzt zuerst mal einen Moment, wo die Aufmerksamkeit hingeht und dann kommt erst der Kracher. Mhm. Also das war wirklich perfekt inszeniert. Wer war da dahinter? Also man sagt, derjenige, der wirklich geplant hat, das Ganze, auch den Ablauf, war Khalid Sheikh Mohammed, einer aus der Führungselite. Aber das zeigt, wie rational diese Akteure sind. Also zu glauben, dass Terroristen irrationale Spinner sind, psychisch krank, das stimmt nicht. Wir wissen aus den Untersuchungen, zumindest jene Untersuchungen der Terroristen bis vor wenigen Jahren noch. Das kann sich mittlerweile vielleicht ändern, aber bis vor kurzem, dass das typisch am Terroristen sein Durchschnitt war. Er war eigentlich durchschnittlich, wenn nicht sogar intelligenzmäßig über dem Durchschnitt drauf. Also bis 9/11 und kurz danach, das waren diejenigen, die Attentate durchgeführt haben, waren meistens aus relativ wohlhabenden Familien mit hoher Bildung. Hat sich geändert seitdem, muss man dazu sagen, aber bis dorthin war das so. Und die haben es wunderbar geplant. Sie haben nämlich Vormittag zugeschlagen. Vormittag deshalb, damit sie den ganzen Tag über die Medien besetzen können. Sozusagen, wer um 8 am Abend zuschlägt, hat halt die Leute noch bis 10, 11 auf, aber dann geht man ins Bett. Ja. 3 Stunden Horror ist halt nicht so toll, wie wenn man 12 Stunden Horror erzeugen kann. Man hat es nicht gleichzeitig gemacht, sondern man hat schön Zeit gelassen zwischen dem ersten Flugzeug, dem zweiten Flugzeug
Und dann wäre als Krönung das dritte Flugzeug ins Weiße Haus. Also das dritte war dann Pentagon und das vierte wäre dann das Weiße Haus gewesen. Also eine Inszenierung, die perfekt war. Und mit einer Anschlagsmethode, wo niemand gedacht hat, dass man damit überhaupt Anschläge machen kann. Natürlich kann man es machen, aber auf die Idee kam niemand wirklich. Ja? Und plötzlich wird so ein Anschlag zu einer Denkmöglichkeit. Ich habe mal einen Film gesehen, einen Thriller. Das muss jetzt mindestens 25 bis 30 Jahre her sein. Da hat es diesen Plot gegeben, dass in Kanada irgendwo einer an einem See fischt und dann kommt ein Telefonanruf mit einer bestimmten Abfolge von Worten und er steigt in so ein Sportflugzeug ein und fliegt dann das auf ein strategisches Ziel. Also der Plot als solcher war, ich weiß nicht, ob jemand von euch den Film auch gesehen hat, ist länger her, aber ich erinnere mich da noch an ein paar Bilder von diesem See in Kanada oder in Alaska, wo der gefischt hat und dann ist ein Telefonat gekommen und dann ist dann herausgekommen, das waren so Agenten, die einer Gehirnwäsche unterzogen wurden und die bei diesem Code einfach dann den Befehl abrufen und dann komplett willenlos nur mehr den Befehl ausführen. Ja. Und da hat man dann Thriller rausgemacht und hat das dann, ja, andere hat man dann daran gehindert, weil man noch rechtzeitig gemerkt hat, wo die sind. Damals, das waren auch Schläfer, nicht? Also man hat ja von Schläfern gesprochen damals. Das Konzept des Schläfers und der Plot waren schon da. Das ist nicht etwas Neues in dem Sinn gewesen. Romanautoren oder Filmautoren hatten den schon mal. Sei mal froh, dass du nur den Film gesehen hast. Also dieses Konzept des Schläfers, das stört mir eigentlich, weil man so glaubt, da sind ganze Anzahl von Menschen, die sind irgendwo, leben ein normales Leben und dann drückt man auf den Knopf und sie werden zu Attentätern. Mhm. Das ist so nicht. Mhm. Ja? Die Anschläge des 11. September, die Leute waren in Afghanistan, sie haben sich dort getroffen, sie waren schon radikal und sind dann in die einzelnen Staaten und beziehungsweise Städte, unter anderem Hamburg, ja, sind dort ihrem Training nachgegangen und haben ganz gezielt auf diesen Tag hingearbeitet. Die wurden nicht aktiviert, sondern die haben ein ganz klares Skript gehabt, wie das funktioniert. Das heißt, das würde ich nicht so sehen. Danach beginnen dann eine Entwicklung, wo ich aber auch nicht von Schläfern sprechen würde, die eben sozusagen auf Knopfdruck etwas machen, sondern entweder sind es Leute, die ganz gezielt irgendwo hingeschickt werden und etwas tun, oder Menschen, die gar nicht wirklich von der Organisation beauftragt wurden, sondern selbstständig tätig werden. Ich möchte darauf hinweisen, es wisst es ja alle, dass wir den Publikumsstuhl da haben. Jeder, der in irgendeiner Phase eine Frage hat oder in die Debatte eingreifen möchte, ist herzlich eingeladen, auf den Publikumsstuhl zu kommen. Wir sind der Meinung, dass man, wenn man etwas zu sagen hat, dass aus der Masse heraustreten sollte und deswegen haben wir den Stuhl da. Darum nutzen wir es aus. Also zu jeder Zeit fragen, weil es kann manchmal zu schnell gehen und das muss vielleicht mal einkackt werden oder es fehlt ein Aspekt und deswegen haben wir den Publikumsstuhl und Alex hat drauf Platz genommen. Bitte. Ja, ich hätte... Du musst neu angehen, weil wir nehmen es auf. Also muss ich sagen, wir nehmen es auf und werden es ins Internet stellen. Und das muss ich auch dazu sagen. Ich würde gerne noch gerne einen Schritt zurückgehen in diese Phase vor den 11. September. 2001 und meine konkrete Frage ist zur BLO. Also die BLO hat ja auch terroristische Anschläge und da hat es ja auch die Vernetzung mit europäischen, also RAF und so weiter gegeben. Spielt die eine Sonderrolle in diesem ganzen Kontext bevor Al-Qaida oder gibt es da auch Zusammenhänge oder Kooperationen? Das ist eine gute Frage, ob es hier Kooperationen gibt. Das ist eben mittlerweile wird alles in einen Haufen geworfen und sozusagen es sind alles die gleichen. Die PLO, die palästinensische Befreiungsorganisation, wie sie auf Deutsch heißt, und da sagt der Name schon etwas aus. Das ist eine Organisation, die eben versucht, die hat ein ganz klares politisches Ziel, nämlich die Befreiung Palästinas und die Gründung eines palästinensischen Staates. Und die haben eben auch zu Gewalt gegriffen. Und es gibt hier natürlich Überschneidungen von Interessen, weil in der Ideologie und in der Propaganda von Al-Qaida, aber auch anderen Organisationen, spielt die Palästinenserfrage eine ganz wichtige Frage. Das ist der Punkt, auf den man immer hinweist, sozusagen gegen Israel sind sie sowieso alle klar, für die Palästinenser sind sie auch.
Aber zu sagen, dass das hier zwei Organisationen sind, die eng zusammenarbeiten, sehe ich nicht. Es kann natürlich hier den einen oder anderen Austausch gegeben haben, aber der Sinn und Zweck der PLO ist es nicht, Anschläge durchzuführen auf europäische Staaten und diese europäischen Staaten zu schwächen oder sie zu Feinden zu machen. Im Gegenteil, sie hoffen ja, Unterstützung von Seiten Europas zu bekommen für die eigene Sache. Also da ist eine andere Logik dahinter. Danke. Sind weitere Fragen in der Phase oder Bemerkungen oder haben wir was ausgelassen, was wichtig wäre noch in der Betrachtung? Bitte. Ja, ich denke, Sie haben sehr richtig auf das zentrale Jahr 1979 natürlich hingewiesen, der Sturz des Schah-Regimes im Iran und dann kommt der Khomeini. Und natürlich 79 Afghanistan, wo jetzt Bush Senior mit viel Geld und praktisch die Talibans aufbaut, so kann man es nur sagen, wo dann Bush Junior sozusagen die Gewehre, die gegen ihn gerichtet sind, die hat sein Vater finanziert, so muss man sagen. Das ist die katastrophale Auswirkung der Politik, die Sie richtig gesagt haben, wenn ich agiere nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, wohin das führt. Das ist klassische amerikanische Außenpolitik mit allen Konsequenzen. Aber ich denke, wenn Sie jetzt 79 erwähnt haben, Iran und so weiter, vielleicht müsste man doch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Nämlich, mir ist eingefallen, also wenn ich denke, der Nahe Osten. Ja, der Nahe Osten ist irgendwie das Pulverfass, das geopolitische Pulverfass, dieses sogenannten islamistischen Terrorismus, wie wir ihn jetzt seit vielen Jahren kennen. Und wenn wir zurückdenken, dann glaube ich, ist ja der Nahe Osten seit dem Zerfall des Osmanischen Reiches, Ende des Ersten Weltkrieges, zum Spielball geworden der europäischen Großmächte. Wir wissen ja die Aufteilung, das Sykes-Picot-Abkommen von 1916, Frankreich-England, die sich den Nahen Osten einfach nach dem Lineal aufteilen, Frankreich und England, weil die Ölquellen interessant und wichtig werden. Und das Öl spielt ja die zentrale Rolle der Nahe Osten seit dem Ersten Weltkrieg. Ja, denke ich schon. Also das beginnt in den 20er Jahren auf jeden Fall. Es wird natürlich viel wichtiger nach 45, ja. Aber das beginnt schon, die Motorisierung, ich meine die Technik, das Öl wird schon sehr wichtig in den 20er, 30er Jahren natürlich. Ja. Also zuerst also die europäischen Großmächte. Und wenn Sie richtig gesagt haben, diese autoritären Regimes im Nahen Osten schieben jetzt ihre Oppositionellen sozusagen nach Afghanistan. Vielleicht müsste man, wenn man den Irak ein paar Mal erwähnt hat, doch auch erwähnen, dass im Jahre 1953 gibt es die demokratisch gewählte Regierung Mossadegh, den Mossadegh, der die Ölquellen verstaatlicht. Die Ölquellen verstaatlicht und sagt, dieser Reichtum muss dem iranischen Volk zur Verfügung gestellt werden. Ja? Nicht mehr nur eine kleine Elite, sondern er hat ein Programm, wie er später Nasser für Ägypten, versuche jetzt mal so eine Parallele zu machen, hat, der Demokratisierung, Bildung, die Schulung, Schulen für die Alphabetisierungskampagne etc. Und was passiert? Mossadegh wird durch den CIA-Putsch gestürzt, wie Allende 1973 in Chile. Ja? Also es hat also schon diese Ansätze zu einer demokratischen Entwicklung der Gesellschaft gegeben, von innen heraus. Und Sie haben richtig betont, eine Demokratie kann letztlich nur stabil sein, wenn sie sich von innen heraus entwickelt. Es kann zwar von außen Anstöße geben, Sie haben Österreich erwähnt und Deutschland bei Kriegsende 18 und 45, aber trotzdem, es hat ja solche Ansätze gegeben, auch im Nahen Osten. Und wenn ich jetzt gesagt habe, das Öl, ja, die zentrale Rolle, denke ich, mir ist auch eingefallen, wenn die OPEC gegründet wird, ich glaube 68, stimmt das? Ich glaube die OPEC, nämlich zur Verteidigung, dass sie sich sozusagen die OPEC-Staaten zusammenschließen und sagen, wir werden jetzt ein Kartell errichten, um höhere Preise zu erzielen gegen die sogenannten Sette Sorelle, die großen Ölgesellschaften. Die Sabotage der OPEC durch Saudi-Arabien, die engen Freunde der Amerikaner, die immer die OPEC sabotiert haben, oder was mir auch jetzt eingefallen ist, weil Lobi seinen Film erwähnt hat, der Fall Enrico Mattei, dass Italien in den 50er Jahren ausschert aus dieser westlichen Ölpolitik,
eine eigene Wirtschafts- und Außenpolitik macht und Mattei, der ENI-Chef, ist die zentrale Figur. Er bietet den ölproduzierenden Staaten vorteilhafte Verträge an, die viel besser sind, als sie die Ölgesellschaften, die englischen, amerikanischen, französischen abschließen. Und Mattei wird 1962, ich glaube, man sagt nicht zu Unrecht, im Auftrag des CIA, der Ölgesellschaft, der Sorelle ermordet. Ja, also es gibt immer wieder diesen Staatsterrorismus, der schon vorher natürlich auch da war. Und dann scheitern natürlich, so wie in den letzten Jahren der arabische Frühling, haben auch diese Demokratisierungsversuche in den 50er, 60er, sind natürlich auch durch Intervention von außen gescheitert. Das möchte ich erwähnen, das vielleicht sollte man ein bisschen auch noch einmal in Erinnerung rufen, vermute ich. Wenn wir den Hintergrund abklopfen. Ja, nur als Ergänzung. Mhm. Ja. Und ein letztes, wenn wir heute sprechen von islamistischem Terrorismus, dann glaube ich, gibt es zur Erklärung heute im Wesentlichen, jetzt ein bisschen schematisch gesagt, zwei Denkschulen. Ja, die sie natürlich, ich mache es jetzt wirklich schematisch. Die eine spricht von der Radikalisierung des Islam, ausgehend von Thesen wie, ob der Islam als Religionsgemeinschaft, als Kultur, als Lebensform und so weiter diese aggressive Tendenz hat. Ja, das ist das eine, sozusagen die Radikalisierung des Islam, der radikale, fundamentalistische Islam. Und die zweite wäre die Islamisierung des politischen Radikalismus, nämlich des politischen Radikalismus, die extrem anti-westliche, gegen diese Spielballpolitik der europäischen Großmächte und dann der Amerikaner, ja, sozusagen diese radikale Opposition. Und ich denke, nachdem Sie schon von Instrumentalisierung gesprochen haben, dass Sie eher zur zweiten Denkschule tendieren, also Islamisierung, dass man sozusagen die Religion instrumentalisiert, um diesen politischen Radikalismus in der Bevölkerung zu verankern und propagandistisch sozusagen ausnutzen zu können. Ja, zu können. Im Unterschied zur anderen Denkschule, die eher von dieser, was natürlich sehr populärwissenschaftlich ist, die Radikalisierung des Islam. Danke. Also, danke, nein, es war sehr interessant, um das Ganze abzustecken. Wir müssen es ein bisschen einordnen jetzt, damit wir dann wieder auf die nächsten Schritte kommen. Ja. Also den ersten Punkt habe ich erwähnt, also diese Problematik für die USA und auch für andere westlichen Staaten, Demokratisierung wirklich zuzulassen in Teilen der arabischen Welt und Angst zu haben, dass sie sozusagen ins andere Lager wechseln. Das ist die Gefahr ist da, dass sie wird zumindest so gesehen und führt zu verheerenden außenpolitischen Entscheidungen. Also dass die USA und auch andere Staaten immer wieder eingreifen in die Politik von Staaten und hier auch Gewalt anwenden oder wirklich durch Attentate vorgehen und das über die ganze Welt, in Afrika, Zentral- und Südamerika, das wissen wir, das ist überhaupt kein Geheimnis. Und darüber wir haben es ja auch näher, Italien war dasselbe. Ja. Was das Zweite angeht, mit Ihrer Frage, die Radikalisierung des Islams oder die Islamisierung der Radikalen, ich würde sagen, das sind Denkschulen, die sich ausschließen. Das sind unterschiedliche Beschreibungen von, oder das sind Beschreibungen zwei unterschiedlicher Phänomene, die wir beide haben, nämlich. Wir haben die Radikalisierung von Personen, die aus dem Islam herauskommen. Und das sind vor allem jene, die dann sich organisatorisch zusammentun, Al-Qaida. Und wir haben die Islamisierung von Radikalen, nämlich politischer Protest, und da sind wir aber schon in der heutigen Zeit, auf die wir langsam hinarbeiten eigentlich wollen, sozusagen, dass diejenigen, die radikal werden oder die radikal und extremistisch sind, sich eine Ideologie suchen, und das ist halt momentan die islamistische Interpretation des Ganzen. Also ich würde es nicht als Ausschluss sehen, sondern als Beschreibungen zwei unterschiedlicher Phänomene. Sehr interessant. Kommen wir wieder zurück zur unmittelbaren Situation nach den Anschlägen von 9/11. Mhm. Was ändert sich, also was passiert einmal, weil ich glaube, wir haben das schon angeschnitten, also die USA ist vollkommen überrascht, also hat da nicht damit, also hat, es hatte niemand auf dem Schirm offenkundig. Es war, man verzeihe mir diese Beschreibung, es war ein geniales, eine geniale Attentatsserie im Sinne der Ziele derer, die sie ausgetüftelt haben. Wir haben uns damit beschäftigt, wer im Wesentlichen dahinter steckt, also wer da
die Regie geführt hat. Vielleicht können wir noch ein bisschen über vielleicht Logistik oder über sagen wir mal Kommandostrukturen noch einmal reden, die dazu geführt haben, weil das war doch ein Meisterstück. Da hat es schon doch viele Komponenten gebraucht, die zusammengreifen, zusammenstimmen mussten, damit der Anschlag in dieser Form zustande kommen konnte. Also ich glaube, das wird immer ein bisschen überbewertet. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste sowas organisieren, ich glaube, ich würde es hinkriegen. Ja, ich bin jetzt kein Organisationstalent. Was braucht's? Man braucht eine Gruppe von Personen, die einem folgt. Die hatte man. Man muss Geld haben. Das Geld hatten sie einerseits durch Unterstützer, teilweise aus Saudi-Arabien, teilweise, weil sie selber aus wohlhabenden Familien kommen. Und wahrscheinlich hatten sie auch Beute gemacht. In Afghanistan und anderswo. Sie haben teilweise auch Firmen oder Firmen betrieben, die Gewinn abgeworfen haben, ja. Drogenhandel spielt auch eine Rolle. Ja, aber nicht so sehr für Al-Qaida, sondern es ist dann eher für die Taliban selber, für die Herrschenden. Ja. Also ich würde jetzt nicht unbedingt da hier eine Verbindung sehen. Mhm. Und dann überlegt man sich einen Plot, organisiert Gruppen und sagt, okay, ihr geht jetzt in unterschiedliche Staaten, macht so eine Flugausbildung und dann setzt man sich, ganz blöd gesagt, zusammen und sagt, okay, es ist dieser Tag, diese Uhrzeit, welche Flüge haben wir, buchen wir, machen wir das. Welche große Herausforderung da ist? Ich meine, eine größere Herausforderung ist es, 30.000 Mann und Frau an Truppen durch die ganze Welt zu schiffen, um irgendwann einen Krieg zu beginnen. Das ist eine Herausforderung, ja? Eine logistische Herausforderung, aber eine kleine Gruppe von Menschen zu einem Zeitpunkt irgendwo hinzubringen. Ich meine, heute haben es auch 30 daher geschafft. Das hast du geschafft. Also das ist jetzt nicht so extrem über drüber, dass das niemand zusammenkriegt, sondern mit ein bisschen Organisationstalent schafft man das. Man braucht das Geld, man braucht die Leute, die man mobilisieren kann, und das hatte man. Also ich finde diesen Aspekt gar nicht so spannend. Ein Aspekt, der vielleicht doch noch eine Rolle spielt und der auch mit religiösen Hintergründen zusammenhängen könnte, wäre schon auch der, dass es da Leute gibt, die bereit sind zu sterben bei diesen Attentaten. Ja. Da gibt es vielleicht wieder eine Schnittstelle hin zu religiösen Momenten. Jetzt kommst du aber nicht mit den Jungfrauen, oder? Na, das sind natürlich die Jungfrauen, da muss ich immer schmunzen, weil ich mir immer denke, Mamma mia, ja, okay. Ja. Also, was die sich erwarten dann, also Jungfrauen auch noch, nicht, um Gottes Willen. Was wir hier natürlich sehen, und das ist der Unterschied zum Terrorismus von früher. Terroristen früher haben sehr, sehr viel Energie und Planung reingesteckt, wie sie vom Anschlag wieder heil herauskommen. Sozusagen, die wollten überleben. Und das haben wir hier nicht mehr. Ist ein planerisches, unglaublicher Vorteil. Sehr zynisch, ja? Gesprochen, natürlich. Ja. Weil es ist von dem her sozusagen, bringt mehr Erfolg, ja. Es ist auch unvorstellbar, dass sich jemand selber in die Luft sprengt. Ich meine, das gibt's natürlich früher auch, aber hier in dieser ganzen neuen Welle ist es fast schon archetypisch, und deswegen sagen viele, das sind oft Menschen, die fast schon Nihilisten sind. Die glauben an nichts mehr und sind bereit, sich selber aufzugeben. Ja. Mhm. Und was hier in einem Menschen vorgeht, das wissen wir nicht, und ganz klar, dass wir das nicht wissen, wir können sie nicht mehr interviewen, und das klingt jetzt total banal, aber es ist ein Riesenproblem. Bei vielen anderen Terroristen kann man auch fragen, ja, warum habt ihr das gemacht, was waren die Motive, wie seid ihr dazu gekommen? Aber jemand, der sich in die Luft sprengt, fehlt uns jetzt als Untersuchungsobjekt. Gibt es aber dazu Studien, wie diese Selbstmordattentäter auch, sagen wir mal, ausgebildet werden, da muss es doch irgendwo Momente geben, wo dann die Organisation erkennt, okay, der ist jetzt soweit, der macht das, der zieht das durch. Wir haben den jetzt unter unsere Fittiche genommen, wir haben den ausgebildet, wir haben den irgendwie herumgeschickt, das ist ein guter Mann, der hat irgendwo die intellektuellen Fähigkeiten, das durchzuziehen, der ist mutig oder was weiß ich immer. Also er muss bestimmte Skills haben, wie man heutzutage sagt. Und jetzt setzen wir den als Selbstmordattentäter ein. Das ist ja nicht so, dass er morgens aufsteht und sagt, heute gehe ich mir auf den Markt und spreng dich. So ist es. Ja, das ist ein Prozess, der langsam beginnt und der in einer Gruppe beginnt und mit Isolierung zu tun hat. Das sind nicht Menschen, die sich dann im normalen Leben weiter bewegen, sondern die ziehen sich zurück, die lösen die Kontakte mehr oder weniger und finden sich dann vor allem in der Gruppe selber. Und diese Organisationen sind wirklich, einige sprechen davon, dass man ihnen dann auch Druck macht mit den eigenen Familien, wenn ihr das nicht durchzieht, dann, oder durch Belohnung, wenn ihr das durchzieht, dann werden wir dafür schauen, dass euren Familien gut geht. Also das sind alles Faktoren, die reinspielen, aber
Also richtige Anleitung kann ich dir jetzt nicht geben, wie man das... Gibt es Leute, die sich mit dem beschäftigen, weil das ist ja auch für Psychologen zum Beispiel ein spannendes Feld. Ja. Wie kriege ich jemanden so weit, dass er, da ist eine Form von Manipulation dahinter. Ja. Und das ist eine teuflische und eine unheimlich starke Manipulationsebene, die sich da auftut. Da gibt es einige, die dazu arbeiten und einer der den ich sehr gut finde, ist Mark Sagemann. Wir werden vielleicht noch drüber sprechen, wenn wir über den Terrorismus von unten sprechen, die sich diese psychologischen Entwicklungen schon genau angeschaut haben. Und ich arbeite jetzt weniger in diesem Bereich, ich kenne nur die Literatur teilweise, aber es sind eben diese Loslösungsprozesse, dieses in sich gehen, dieses sich selber aufgeben, zu glauben, Teil von etwas Größerem zu werden. Da ist nämlich die Querverbindung motiviert. Mit der Religion, denn da ist doch ein Element in der Religion drin, das die Transzendenz denkbar macht zum Beispiel. Wobei ich nicht glaube, dass die wirklich ernsthaft glauben, sie werden dann im Paradies empfangen von irgendwem und wie auch immer, sondern ich glaube, das ist weitaus abstrakter für diese Menschen. Ja. Das ist immer so eine Frage, was kommt nach dem Tod? Und ich selber würde es jetzt nicht beantworten können. Für mich, ich weiß es schlicht und einfach nicht. Und ich kann mir auch kaum vorstellen, dass es bei diesen Menschen so ist, dass die diese plakativen Vorstellungen... Also blind glauben sozusagen. Genau. Ja, sondern die sind durchaus rational, aber für sie ist es einfach eine Art Vermächtnis, das sie hinterlassen sozusagen. Sie sind in ihrer Community, in ihrer Gemeinschaft sind sie etwas und zwar für ein Leben lang und Anführungszeichen. Das ist ja auch eine Frage der Ursprungskultur. Wenn man weiß, es hat es ja auch in Japan gegeben mit den Kamikaze-Fliegern. Also es kann unter bestimmten Umständen aus einer Kultur herauswachsen, dass das dann als heldenhaft und als nötig und als dieser Einzelne zurücktritt. Ganz genau. Und die Gemeinschaft kommt nach vorne. Dieses sich selbst aufgeben, das spielt hier sicher in einem größeren Zusammenhang. Es muss nicht unbedingt, sagen wir mal, ein religiöser sein, aber vielleicht. Genau. Also ich hatte nur diesen Ausflug noch im Kopf, weil ich mir denke, vielleicht finden wir da noch einen Anknüpfungspunkt, weil ich merke immer mehr, dass diese religiösen Zuschreibungen, die wir machen, dass die eigentlich nicht so konsistent sind, dass es eher eine Klammer ist, kultureller Natur, als eine Klammer religiöser Art. Davon bin ich überzeugt. Also die Motivationen sind andere, es sind keine religiösen Motivationen, so wie ich sehe und viele andere auch, sondern die Religion ist einfach nur diese ideologische Klammer, die es braucht, um etwas zu rechtfertigen, warum man etwas tut. Aber die Motivation, es zu tun, ist aus meiner Sicht ganz was anderes. Und auch Netzwerke und Machtverhältnisse, die sich über die Jahrhunderte herausgeprägt haben, sind da natürlich auch die da mitmischen dann in diesem Zusammenhang. Das heißt, eine Ausprägung einer Kultur, die in Entwicklung ist auch. Ja. 9/11 ist vorbei. Die USA erholen sich langsam vom Schock. Was passiert jetzt? Also es werden ja sehr restriktive Maßnahmen ergriffen, auch bei der Terrorabwehr. Es werden die Freiheitsrechte eingeschränkt. Die Geheimdienste kriegen unheimliche Mittel zur Verfügung. Es wird systematisch daran gearbeitet, die Kommandostrukturen zu erkennen und diese auch dann zu zerschlagen. Was passiert? Also die USA setzen sich als oberstes Ziel, so etwas wie 9/11 darf nie wieder passieren. Die handelnden Personen haben, das kann man wirklich ablesen von Aussagen, die sie haben, von Autobiografien, fühlen sich schuldig teilweise, schuldig, so etwas zugelassen zu haben. Sie sehen sich eben als politisch verantwortlich für etwas, was sie nicht haben stoppen können und sagen, so etwas darf uns nie wieder passieren. Und es beginnt jetzt, was wir als The Global War on Terror kennen. Es beginnt eine Maschinerie zu starten, die eben versucht, den Terrorismus überall, wo es ihn gibt und in allen Facetten auszumerzen. Deswegen der Höhepunkt von Al-Qaida ist der 11. September. Ab dort geht es nur um abwärts. Die Heimbasis von Al-Qaida Afghanistan wird im Krieg platt gemacht, ganz offen gesagt. Al-Qaida als Organisation zerfällt, hat weder die finanzielle Unterstützung, auch die organisatorischen Fähigkeiten und wird im Laufe der Jahre wirklich als Organisation bis heute fast aufgerieben. Es gibt sie noch und die Frage ist, kommt sie wieder, aber momentan spielt sie da keine Rolle. Und es gibt aber trotzdem weiterhin Anschläge. Wir haben die Anschläge von Madrid, wir haben die Anschläge von London, also 2004 und 2005.
Und wir haben vor allem von Seiten der USA den Irakkrieg, etwas, was wieder eine ganze Dynamik entwickelt, auch aus der Angst heraus des 11. September, dass es hier vielleicht wieder weitere Planungen geben könnte, dass sich Al-Qaida vielleicht in den Irak zurückzieht oder wie auch immer. Und das löst wieder oder das zerstört die Strukturen in einem Staat, sorgt wieder für Vakuum in diesem Staat und gibt terroristischen Akteuren, Al-Qaida-Ablegern hier die Möglichkeit, wieder groß zu werden. Und jetzt haben wir die perverse Situation. Es fächert sich auf. Es ist nicht mehr eine zentrale Instanz, ganz die, genau, sagen wir mal, den Terror, ja, als Mittel für die Erreichung politischer Ziele einsetzt, sondern es wird dann plötzlich auch für kleinere Gruppen interessant, also sich des Terrorismus zu bedienen. Beziehungsweise diese kleineren Gruppen sehen jetzt auf einmal die Herangehensweise von Al-Qaida und finden es attraktiv, sagen, okay, wir wollen es jetzt auch machen, wir sehen uns jetzt als Teil von Al-Qaida. Es beginnen sich neue Organisationen zu bilden, Al-Qaida nimmt sie teilweise auf, grenzt sich von ihnen ab, sie radikalisieren sich, daraus entsteht dann zum Beispiel der IS in diesen ganzen Strukturen oder der fehlenden Strukturen des Iraks und Syriens. Und auf der anderen Seite aber vor allem aufgrund dieser relativ erfolgreichen Terrorismusbekämpfung, nämlich dass es Organisationen unglaublich schwer gemacht wird, Terrorismus durchzuführen in Europa, in den USA, beginnt eine andere Form von Terrorismus zu wachsen, eine Form von Terrorismus, die Organisationen zunächst gar nicht so im Auge haben, nämlich ein Terrorismus, der von unten kommt. Ja? Das ist etwas, wo ich und andere Kollegen immer schon lange darauf hingewiesen haben, wenn man sagt, okay, die Anschläge in London oder die Anschläge in Madrid waren Anschläge von Al-Qaida oder auch später dann in Paris die Anschläge oder Nizza oder wo auch immer, das waren Anschläge des IS von oben. Nein, das waren es nicht. Das ist etwas, was Staaten gerne glauben wollen, dass es irgendwo eine böse Organisation gibt und diese Organisation schickt Leute hierher oder hat Schläfer und aktiviert sie und lässt dann Anschläge durchführen. Wenn man aber genau hinschaut, sieht man, das sind Leute, die aus der Gesellschaft kommen, haben oft ein klares Profil, wobei wir nicht wissen, warum einige zu Terroristen werden und andere nicht, aber das Profil dieser Akteure ist relativ klar. Die kommen aus dieser Gesellschaft raus, entfremden sich in dieser Gesellschaft, fühlen sich natürlich inspiriert durch diese Organisationen und deren Botschaften und werden eigenständig tätig. Und werden immer erschossen. Bitte wie? Werden immer erschossen oder sprengen sich in die Luft. Die wissen, oder die meisten von ihnen wissen, dass sie das nicht überleben werden. Ja, also die sind auch bereit, ihr Leben zu opfern, aber das ist eine Form von Terrorismus, Terrorismus von unten, Graswurzelterrorismus, so wie irgendwelche ökologische Bewegungen, die sich einfach bilden, weil Menschen gewisses Interesse haben. Genau. Passiert es auch hier. Wir haben hier Menschen, die aus unterschiedlichen Gründen sich entfremdet haben, über die Gründe können wir ja dann noch sprechen, die mit wenig Geld und mittlerweile, so ein Terroranschlag kostet mittlerweile um die 10.000 Euro. Das war mal bei 50.000, das wird immer billiger. Die Anschläge werden auch weniger komplex, könnte man sagen. Und ich kann auch einen Anschlag machen mit 0 Euro. Ich nehme das Küchenmesser und gehe in ein Geschäft in Hamburg oder gehe nach Turku und die Leute sind dann nicht ganz sicher immer, hat er jetzt alles groß geschrien oder nicht. Das ist die große Hoffnung, dass er das möglichst schreit, wenn er mit dem Messer herumfuchtelt. Und dann ist das wieder zugeordnet und wir wissen wieder, wo der Feind ist und machen dann weiter. Naja, Sie... lapidar und sehr sarkastisch gesagt. Nein, das ist falsch gesagt und nicht sarkastisch gesagt. Okay. Weil das würde bedeuten, wir schreiben jemandem etwas zu, der das nicht gesagt hat. Aber wenn es diese Personen sagen und wenn sie sagen, wir handeln im Auftrag von oder wir haben uns inspirieren lassen von, dann ist es nicht eine Zuschreibung von uns, sondern das ist etwas, was hier hervorgerufen wird. Nur den Unterschied, den ich sagen will, ist, das ist nichts, das von oben angeordnet ist. Diese Organisationen sind mittlerweile organisatorisch, finanziell gar nicht mehr in der Lage, solche großen Anschläge zu planen, geschweige denn wirklich Leute in Europa zu infiltrieren. Sie versuchen es teilweise und es gibt immer wieder Querverbindungen, aber der Großteil dieser Anschläge sind Radikalisierungen von unten, wo die Sicherheitsbehörden vor einem unglaublichen Rätsel stehen, weil diese Organisationen an sich hat man unter Kontrolle. Man hat auch die Finanzströme relativ unter Kontrolle, aber jemand, der bis jetzt überhaupt noch nie auffällig wurde, ja,
wenn sich der selber radikalisiert in der zu Hause mit Freunden, mit Bekannten im Wohnzimmer, ja, und hier eine Planung durchmacht, wie soll man denn da drauf kommen, dass es passiert? Wir wissen es immer erst, sobald es passiert ist. Und dann kann man zurückschauen, okay, wie hatten sich diese Person radikalisiert? Und wir sehen hier gewisse Entwicklungen, Entwicklungen, die aber auch bei anderen stattfinden, die nicht zu Extremisten werden. Das heißt, die Zerschlagung des Terrorismus hat zu einer neuen Form des Terrorismus geführt. Genau. Und dieser Terrorismus ist dann einfach nicht mehr, sagen wir mal, da ist das nicht gesteuert, sondern er wächst jetzt mehr aus sozial-psychologischen Faktoren heraus und weniger aus geopolitischen Überlegungen oder auch machtpolitischen Überlegungen. Also wenn zwei Brüder in Belgien einen Terrorakt aushacken, dann sind das vielleicht die, was das hat der Großvater vielleicht gesagt, was das für eine unmögliche Schweinerei ist, wenn man den Mohammed darstellt und die Buben glauben dann, sie müssen jetzt irgendwas lösen und fahren nach Paris und schießen die Redakteure über den Haufen. Also ich würde jetzt nicht dem Opa die Schuld geben. Nein, aber es ist etwas, sag mal, sie sind irgendwo ist ein Anlass, irgendwo ist ein Moment, wo sie sagen... Es ist nicht der Opa und es ist nicht die Familie. Okay. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was wir bei diesen Akteuren sehen, sie lassen sich inspirieren, die Inspiration ist da. Sie sehen auf einmal, eine gewisse Form von politischer Gewalt ist möglich. Es kommt etwas in unser Denken hinein, was davor gar nicht, was zwar möglich war, immer schon möglich war, aber nie gedacht wurde. Also unsere Perspektivlosigkeit kriegt plötzlich ein Auslassventil irgendwo. Genau. Es ist hier eine Form von politischer Gewalt wird sichtbar gemacht. Das ist relativ einfach möglich. Über das Wie werden wir gleich noch sprechen. Und es wird auf einmal denkmöglich. Und wenn etwas denkmöglich ist, kann es auch irgendwann mal umgesetzt werden. Und wir haben hier ein ganz relativ klares Profil, wer diese Menschen sind. Sie sind männlich, sie sind Anfang 20 bis Mitte 20, Ende 20. Sie sind oft sozial und ökonomisch marginalisiert. Sie sind aus der zweiten und dritten Generation, nicht aus der ersten. Deswegen, der Opa ist nicht schuld daran. Ja. Aber da regt sich vielleicht darüber auf, dass der Mohammed in einer Karikatur dargestellt wird. Ja, aber wenn sich mein Opa über Dinge aufgeregt hat, war das für mich nicht zwangsläufig ein Grund, etwas zu tun. Okay. Ja? Ja. Und im Gegenteil, es ist oft die Abgrenzung von den Großeltern und die Eltern, die vielleicht zwar schimpfen, aber nichts getan haben, die sie dazu bringt, jetzt etwas zu tun. Mhm. Ihr redet immer nur, ihr schimpft ja nur. Mhm. Wir machen. Mhm. Beziehungsweise die reden gar nicht. Und das ist das große Problem, weil Familien hier oft als befriedend, als sozialer Anker fungieren können. Das sind aber keine sozialen Anker mehr. Diese Menschen sind sozusagen zweite, dritte Generation. Sie fühlen sich nicht angekommen in der Gesellschaft, in der sie groß geworden sind, haben aber auch keine Verbindung zu ihrer Ursprungsgesellschaft, unter Anführungszeichen. Während der Opa oder die Oma, also die Großeltern und die Eltern noch wissen, woher sie kommen und auch um die Umstände wissen, die damals geherrscht haben in ihren Herkunftsländern, warum sie hergekommen sind, fehlt es denen. Ja? Sie sehen nur sozusagen, sie haben am ökonomischen Aufschwung selber nicht teil, sie können nicht teilhaben, erleben vielleicht auch Diskriminierung, das kann man nicht ausschließen. Aber ist auch ein großer Teil von Wahrnehmungen. Sie fühlen sich permanent diskriminiert und ausgeschlossen. Es kommt Kleinkriminalität oft dazu. Drogenhandel. Sie sind Teile von Gangs. Sie werden, viele landen dann im Gefängnis. Auch nicht unbedingt der ideale Ort, um pazifistisch zu werden, sondern Gefängnisse sind Brutstätten des Terrors. Das haben Staaten lange Zeit nicht verstanden. Man hat sie alle zusammengesperrt und hat das Gleiche getan wie in Afghanistan. Man hat ihnen die Möglichkeit gegeben, sich dort zu radikalisieren. Ihr Verständnis des Ausgegrenztseins wird dadurch noch verstärkt. Man sperrt uns weg. Und da entsteht jetzt etwas, wo viele unzufrieden sind. Mhm. Und diese Unzufriedenheit führt dazu, dass sie einerseits kann es sein, dass es hier Persönlichkeiten gibt, die ein Charisma haben, die das sehen und ausnutzen. Mhm. Ja? Oder sie beginnen sich selber zu radikalisieren. Ja, sie reden drüber. Wir haben auch die Frage von Konvertiten in Deutschland zum Beispiel oder auch Belgien. Menschen, die sozusagen nicht in der zweiten oder dritten Generation da sind, sondern, keine Ahnung, seit dem 100-jährigen Krieg schon bei uns sind, sage ich mal, oder was heißt bei uns sind, die aus der Ursprungsgesellschaft sind, ja, was immer das auch ist. Und auch diese Prozesse wahrgenommen haben, da kommt oft ein zerrüttetes Elternhaus, der fehlende Anker.
Und da kommt jetzt etwas daher, was eine neue Gemeinschaft ist. Man trifft sich, man redet und man ist zwar in der Gesellschaft nichts, aber auf einmal ist man etwas in dieser Gemeinschaft. Man ist Teil von etwas großem Ganzen. Es geht um die Befreiung Palästinas, es geht um die Ungerechtigkeiten, die der arabischen Welt zugefügt wurden. Es geht um die Kriege der USA, die wir hören es ja auch bei uns, dieser Unzufriedenheit mit US-Außenpolitik. Und die beginnen sich jetzt langsam zu radikalisieren. Was ist davon noch islamisch oder islamistisch? Eigentlich nichts, Mann. Das ist genau der Punkt, der hier erwähnt wurde. Es kommt hier zur Islamisierung der Radikalen und nicht zur Radikalisierung des Islams. Diese Personen stammen meistens auch aus Elternhäusern, die zwar islamischen Glaubens sind, aber ich meine, ich bin auch katholisch, ich war jetzt, glaube ich, 2 Jahre lang nicht mehr in der Kirche, ich war vorige Woche in der Kirche, das jetzt gleich dazu. Ja, ich war vorige Woche wieder, das passt, und habe meine Tochter mitgenommen, die hat ganz getaugt, ja. Auf alle Fälle, die haben einen ganz normalen Zugang zu ihrer Religion, so wie wir es auch haben, sage ich mal. Einige gehen öfter, einige gehen weniger oft, aber ja, also. Und diese jungen Männer haben eigentlich überhaupt keinen Kontakt mehr und sie haben auch keinen Halt mehr. Und plötzlich finden sie aber in der Religion einen Anker und eine Struktur, die davor gefehlt hat. Hat es sowas Ähnliches, auch die Frage ans Publikum, schon gegeben, früher in einer anderen Kultur, in einem anderen Zusammenhang, dass eine Gruppe, die sich aus irgendeinem Grund so stark ausgegrenzt gefühlt hat, einfach, sagen wir mal, ausgetickt ist? Einzelne Akteure geglaubt haben, sie müssten da jetzt irgendwas machen. Es war zwar nicht koordiniert und auch im Endeffekt nicht sinnvoll, weil sich ja nur die Handlungsmacht, die Wirkungsmacht ist überschaubar, außer jetzt, wo wir so hysterisch reagieren, jetzt darauf einmal ganz krass gesagt, weil ich glaube, dass viele Amokläufe in der Vergangenheit oder auch irgendwelche Überfälle auf Schulen oder wo jemand irgendwo um sich geschossen hat, das waren dann immer irgendwelche kranken Einzeltäter. Und wir pressen die Daten, die jetzt passieren, alle in ein Schema und erklären uns das damit. Es könnten ja auch ein guter Teil von denen, die jetzt in den letzten Jahren in Europa diese, sagen wir mal, diese ungesteuerten Attentate verübt haben, da könnten ja auch ein paar psychisch kranke Einzeltäter dahinter stecken. Also es ist schon ein Unterschied. Bei diesen Amokläufen haben wir überhaupt kein politisches Interesse dahinter. Ja? Und bei den Attentätern, die wir echt jetzt haben, nicht? Haben wir... Es gibt ja auch rechte Amokläufer, Law and Order, Apologeten. Aber dann haben wir Terrorismus, und zwar rechten Terrorismus. Und das ist ein Unterschied. Ein Timothy McVeigh, der Anfang der 90er Jahre eine Bundesbehörde in den USA in die Luft gehen lässt, Oklahoma-Bomber, der war ein Terrorist von der rechten Seite, was man heute die Alternative Right bezeichnen würde, der eben mit Terrorismus hier ganz politische Ziele verfolgt hat. Das machen die Attentäter von heute ja auch. Natürlich ist deren politisches Ziel eines, das vielleicht oft auch als Rechtfertigung genommen wird. Und dann die ideologische Klammer mit dem Islam kommt dazu und die Motivation ist eine andere. Das mag schon sein. Mhm. Ja. Aber ich würde es schon unterschiedlich sehen. Was aber schon stimmt, ist, dass dieser Punkt, sind diese Personen jetzt psychisch gestört oder haben sie ein psychisches Problem? Ich würde nicht so weit gehen bei denen. Aber trotzdem sehen wir bei vielen, vor allem bei Konvertiten, dass die oft mit psychischen Herausforderungen zu tun hatten, mit Elternhäusern, die zerrüttet waren. Wir sehen es bei Frauen oft, die dorthin kommen, da spielt Missbrauch teilweise eine Rolle. Also da haben wir schon Entwicklungen, wo das Elternhaus jetzt nicht ideal ist. Aber wir haben auch Entwicklungen, wo das Elternhaus vollkommen intakt ist. Die gehen einer Arbeit nach, aber der Sohn ist halt sozusagen ein schwarzes Schaf, unter Anführungszeichen, bringt es zu nichts und am Ende landet er bei einer Terrororganisation. Das war die Terrororganisation, also in dem Fall, wenn wir von Terrororganisation sprechen, würden wir ja wieder von einer Steuerung ausgehen. Ja. Also er wird zum Terroristen. Er wird zum Terroristen, genau. Mhm. Ja, genau. Wenn wir jetzt sehen, wie diese Terrorakte auf unsere Gesellschaft wirken, das ist ja auch ein Phänomen. Einmal ist es die Ursache und das, was passiert, und ein anderes Mal ist auch die Auswirkung, die damit verbunden ist. Der Herr Herbert Brandl hat das sehr treffend auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, der Terrorist besetzt das Denken. Hat diese vermutete Wirkungsmacht, die einen Täter treibt, auch etwas damit zu tun, wir uns da jetzt hysterisieren oder wie wir darauf reagieren?
Denn er würde es ja nicht machen, wenn er nicht da mit irgendeiner Wirkung rechnen würde. Ja, natürlich. Also das haben wir schon in der Definition des Terrors, des Terrorismus drinnen, dass es die Anwendung oder die Androhung von Gewalt gibt. Und Androhung hat irgendwas zu tun, dass wir uns was vorstellen könnten. Wenn ich das tue, dann könnte das folgen. Und Terrorismus besetzt wirklich unsere Gedanken, unter Anführungszeichen. Und leider nicht nur der Terrorismus, auch der Kampf dagegen, der Counterterrorismus besetzt unser Denken. Und wenn wir uns ganz objektiv einmal die Zahlen anschauen, ja, wie viele Anschläge gibt's, wie viele Tote gibt's, und wir jetzt Europa nennen 2015, also ist wir haben, was den ganzen Terrorismus angeht, in Westeuropa und den USA ab dem Jahr 45, waren die Spitzen nicht heute, sondern sie waren in den 70er und 80er Jahren, was die Zahl der Anschläge angeht und die Zahl der Toten. Das war eine viel heißere Zeit als heute. Und trotzdem haben wir einen Anstieg, ab dem Jahr 2010, 11 und vor allem 15, 16 haben wir vermehrte Anschläge. Da gibt es einen Anstieg, gar keine Frage. Und wenn wir uns diese Zahlen nehmen, also seit 1. Januar 2015, da haben wir die Anschläge dann im Januar auf Charlie Hebdo in Paris, haben wir in Europa und den USA um die 40, ein bisschen mehr wie 40 Anschläge mit knappen 700 Toten, was inakzeptabel viel ist. Im gleichen Zeitraum haben wir im Rest der Welt, also alles, was USA und nicht Europa ist, über 2000 Anschläge mit über 30.000 Toten. Das heißt, wenn Terrorismus ein globales Problem ist, dann ist es kein Problem der USA und Westeuropas, sondern es ist ein Problem der arabischen Welt. Es sind vor allem Staaten wie Irak, Syrien, Ägypten, dann die afrikanischen Staaten wie Somalia oder Nigeria oder in Asien, Pakistan, Afghanistan, Indonesien, Philippinen zum Beispiel. Das sind die großen Leidtragenden des globalen Terrorismus. Und trotzdem macht uns das Angst. Andere Zahl, die man diese Woche aufgefallen ist oder was vorige Woche über die wirklich gestolpert bin, da hat es geheißen, zumindest in österreichischen Medien ist es kolportiert worden, dass die jährliche Zahl an Toten aufgrund der falschen Abgaswerte, die Autobauer abgegeben haben, bei 5.000 liegt. Jetzt, ja, der Straßenverkehr fordert in Europa ja auch an die 30.000 Tote pro Jahr. Nicht? Ja, und wenn er dies laut Bevölkerung vom Iran. Und wenn ein Dieselauto bei mir vorbeifährt, müsst ihr eigentlich Angst haben. Ich fahre selber einen Diesel, ja? Hab ich aber nicht. Ihr tappt mir aber teilweise, wenn ich in einen Bus fahre und denke mal, das wäre eine klassische Situation jetzt für ein Attentat oder an einer Bushaltestelle zu stehen. Und obwohl ich mich damit auseinandersetze und die objektiven Zahlen weiß, sieht man, wie Terrorismus sozusagen unser Denken wirklich besetzt. Und das ist auch ein großer Fehler der Reaktion von Staaten, wie Staaten darauf reagieren, weil anstatt dass sie versuchen, den Menschen die Relationen klar zu machen und dann zwar ein Verständnis zu haben, es ist jetzt nicht etwas, wo man keine Angst haben sollte, aber es gibt andere Gefahren auch noch. Also, dass der Staat versucht, die Angst zu nehmen und damit auch die Terroristen zu schwächen, verstärkt es sogar noch, indem immer mehr Schutzmaßnahmen, vermeintliche Schutzmaßnahmen aufgebaut werden, indem die Sicherheitsvorkehrungen an allen Ecken und Enden hochgehalten werden, was nur dazu führt, dass Terroristen als rationale Akteure sich andere Anschlagsziele suchen. Der Grund, warum sie auf einmal uns bei Konzerten treffen wollen, bei Sportveranstaltungen oder im Restaurant, hat einfach damit zu tun, dass alles andere derart gut gesichert ist, dass dort die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Anschlages gering ist. Das heißt, sie weichen aus. Und das sagt man ja auch von der Kleinkriminalität, wenn man Videoüberwachung macht. Jetzt halt, gibt es halt privilegierte Straßen, aber dann sind dann die unterprivilegierten Straßen, wo es dann sich häuft. Ja. Nicht? Klassisches Beispiel haben wir in Innsbruck mit der Videoüberwachung. Wir haben jetzt bei diesen Orten nicht weniger Gewalt. Sie wird zwar in diesen Orten aufgeklärt, aber es hat sich nur verschoben. Und Terroristen sind wirklich, sie sind innovativ und sie substituieren. Das heißt, wenn etwas auf einmal nicht mehr möglich ist, suchen sie sich halt andere Anschlagsziele. Und sie finden sie auch. Und das war auch die große Diskussion jetzt in Österreich. Jetzt kurz vor der Wahl in Österreich passiert immer alles vor der Wahl, haben sie gesagt, wir brauchen jetzt eine Mauer. Ja, sozusagen, die Deutschen haben ihre 89 abgebaut. Wir in Österreich 2017 bauen jetzt eine Mauer. Und zwar vom Ballhausplatz bauen wir eine Mauer hin und vor der Hofburg eine Schirchenmauer bauen wir hin. Damit man sieht, wir tun was. Ne? Genau, ja, da wird was gemacht für den Schutz.
was absolut sinnlos ist. Die ja? amerikanische Botschaft in Berlin. Ja? Die amerikanische Botschaft in Wien ist auch total abgesichert. Aber das mag zwar sein, dass dann das Bundeskanzleramt und die Hofburg, die nebeneinander liegen, vor Angriff mit Autos geschützt werden, aber alles andere nicht und vor allem der ganze Rest von Wien nicht. Ja. Da ist es viel effektiver zu sagen, man würde bei großen Einkaufsstraßen einen Böller hinstellen. Das bringt mehr, kostet weniger. Ja. Aber die Politik reagiert da oft sehr, sehr auch angstgetrieben. Ich meine, wir haben gestern darüber gesprochen, Politiker müssen da auch einem leid tun. Ich möchte jetzt nicht nur auf die Politiker schimpfen, weil wenn sie nichts tun und sagen, naja, haucht's zu, das ist ein Problem, das trifft uns und das wird die nächsten Jahre noch ein Problem sein, aber es ist besser, wir tun weniger, weil es längerfristig uns hilft und dann kommt ein Anschlag, dann sind diese Politiker die Ersten, die dafür haftbar gemacht werden, sozusagen politisch haftbar gemacht werden und sagen, ihr habt nicht mehr getan. Mhm. Und deswegen ist es für Politiker viel besser zu sagen, naja, wir brauchen mehr und wir müssen dieses und jenes tun, dass wenn was passiert, dass sie sagen könnten, wir haben es euch ja gesagt und jetzt brauchen wir noch einmal mehr. Und was auch noch dazu kommt, und das ist leider, das sieht man in allen Fällen, die wir uns da anschauen können, Regierungen und die Exekutiven, also auch die Polizei, die Geheimdienste, profitieren institutionell gesehen von diesem Kampf gegen den Terrorismus. Also wenn man sich deren Budgets anschaut, wenn man sich deren Kompetenzen anschaut, die werden immer größer, die werden immer mehr. Und Organisationen, das wissen wir in allen Lebensbereichen, ich kenne keine Organisation, die sagt, mich braucht's nicht. Ja? Jede Organisation braucht's nicht. Ohne mich geht's nicht und eigentlich brauche ich doppelt so viel Budget und dreimal so viele Leute. Ja? Und genau das haben wir hier. Ja? Und es ist ja auch ein ganz schönes Geschäft dahinter. Ist ein unglaubliches Geschäft. Das Department for Homeland Security in den USA ist mittlerweile ein Moloch, ja, der Milliarden von US-Dollar verschlingt. Das gab es davor nicht. Das ist eine neue Bundesbehörde, die weiß Gott was alles koordiniert. Da wird Geld ausgegeben. Das ist ein neuer Industriezweig natürlich auch. Wo auch private Firmen in den USA eine große Rolle spielen und wo auch das Business sich verselbstständigt. Private Firmen spielen in jedem Bereich in den USA eine Rolle, aber auch bei uns teilweise. Also so ist es nicht. Ja. Und Staaten haben mittlerweile einfach Fähigkeiten sich angeeignet, die sie nicht mehr loslassen wollen. Wir haben auch gestern darüber geredet, bei der Frage, was können denn Staaten mittlerweile im Kampf gegen den Terrorismus? Staaten können mittlerweile Dinge, die, also George Orwell hat gar nicht dran gedacht, dass ein Staat so etwas tun könnte. Das ist vollkommen selbstverständlich, dass ein Staat das kann. Zum Beispiel, also dass man da ein bisschen näher hineinblicken, was können die Engländer, die sind ja weit vorne, sagt man, also die Briten. Die Briten und die Amerikaner sind extrem weit vorne. Also was Geheimdienstaktivitäten, Ausspähaktivitäten, genau. Und auch Verknüpfung von Daten und so weiter betrifft. Genau, es geht de facto darum, dass man die ganze digitale Kommunikation, alle, global gesehen, alles was ich am Handy mache, alles was ich am Computer mache, überall wo Daten verschickt werden, das ist heutzutage so gut wie alles beim Computer, jede Art von Kommunikation, jede Art von sozialen Medium, das kann alles registriert werden. Das sind unglaubliche Rechenleistungen, die man mittlerweile hat, auch Speicherleistungen. Das heißt, alles, was wir machen und nicht verschlüsseln, kann von denen und wird von denen überwacht. Da gibt's eigene Programme dafür, die versuchen jetzt mit Codewörtern Informationen rauszuholen. Und wenn es Personen gibt, wo man weiß, diese Person ist interessant, die kann nichts mehr tun, ohne nicht permanent überwacht werden zu können. Das heißt, es sind Fähigkeiten, die Staaten wie die DDR, eine Stasi, die Milke hätte feuchte Träume bekommen, wenn er gewusst hätte, was möglich wäre. Und es ist mittlerweile etwas, was demokratische Staaten tun, und sie tun es, und das ist eine meiner großen Kritiken, ohne großartige richterliche Kontrolle oder ohne Kontrolle durch Parlamente. Die dürfen es einerseits gar nicht, oder sie tun es auf der anderen Seite gar nicht, weil sie eben Angst haben, jetzt da zu intervenieren. Deswegen bin ich so froh, jetzt in Österreich zu leben, weil es der österreichische Staat noch nicht kann. Ja, er will es permanent können, aber die Argumente, wir haben einen sehr, sehr starken Verfassungsgerichtshof, der das bisher noch unterbunden hat. Meine Kommunikation, wenn ich sie nicht verschlüssel, wird von vielen anderen gelesen und oder kann gelesen werden. Jetzt werden ein paar sagen, naja, so wichtig bist du ja nicht. Ich meine, das ist ja, du hast eh nichts zu verstecken. Doch, ich habe Dinge zu verstecken, aber Privatleben, ja. Das geht niemandem was an, was ich politisch denke, was ich mit meiner Frau austausche oder was ich über meine Kinder denke oder was ich über meine Nachbarn denke. Mhm. Aber das sind alles Dinge, die heutzutage starten können.
Und das können, es geht ja oft weniger um das Inhaltliche, denke ich. Es geht ja, ich glaube, die Gefahr ist nicht sehr groß, dass irgendwann ein Agent meine Frau anruft und sagt, der hat eine Freundin. Ich denke eher, dass es darum geht, dass man schaut, wer steht mit wem im Austausch, wo sind potenzielle Unruheherde, das kann dann später ja auch mal auf das Politische übertragen werden, dass man sagt, ich glaube, man analysiert ja sehr genau, wie so eine Bewegung sich zum Beispiel aufschaukelt, welche Algorithmen da dahinter stecken, wenn jetzt, sagen wir mal, beim arabischen Frühling hat man es ja sehr genau nachanalysiert, wenn jetzt auf Facebook oder auf Twitter oder irgendwo ein paar Codewörter fallen, wie lange das braucht, dass sich das aufschaukelt und die Leute dann auf die Straße gehen. Ich glaube, dass solche Phänomene auch sehr genau untersucht werden. Wir haben hier die ganze Bandbreite. Wir haben hier die Frage, wer bewegt sich wann wohin, wer kommuniziert mit wem, Bewegungsprofile, genau, aber auch Inhaltsfragen. Und dass das richtig sagt, es geht oft nicht so sehr darum, tut es ein Staat jetzt, aber welche Fähigkeiten hat er und was kann er damit tun? Mhm. Ja? Weil was wir gesehen haben, das haben wir auch in den USA gesehen, das ist meistens Missbrauch worden. Mhm. Wir haben in Österreich den klassischen Fall der Vorratsdatenspeicherung. Ein erster Schritt in die Richtung sozusagen, dass man Kommunikationsdaten speichert, um im Nachhinein sagen zu können, der hat zu diesem Zeitpunkt mit XY kommuniziert und so weiter. Und man hat es gebraucht zur Terrorismusbekämpfung. Und nach zwei Jahren. Das wird immer vorgeschoben, ja. Genau. Und nach zwei Jahren ist man draufgekommen, kein einziges Mal für die Terrorismusbekämpfung verwendet, aber für viele andere Sachen hat man es verwendet. Interessanterweise passieren die Terrorakte ja gerade dort, wo diese Techniken am weitesten fortgeschritten sind. Ganz genau. Großbritannien, weil die Terroristen ja auch nicht dumm sind. Sie kommunizieren dann halt dann nimmer mit über diese Mittel oder verwenden Verschlüsselungen, die diese Staaten zum Glück noch nicht knacken können, weil sie derart hochverschlüsselt sind, beziehungsweise wenn sie verschlüsseln können, dauert es ewig lang. Mhm. Das, man kann es nicht in Echtzeit machen. Aber da ist wirklich eine Entwicklung, die problematisch ist und die uns auch zu denken geben könnte, weil, und das ich sehe es teilweise auch in meiner Forschung, wir greifen zum Beispiel Twitter-Daten ab. Das ist gratis, das kann man kann sich Programme schreiben, haben wir gemacht. Ich kann über diese Twitter-Botschaften von Menschen deren politischen Einstellungen rausfiltern. Das kann ich jetzt schon und ich bin kein Geheimdienst und kein großartiger Diese Psychogramme, das ist ja durch die Medien gelaufen, wurden ja auch erstellt. Ach, das geht. Das gibt das Cambridge Institute dort, die diese Daten an Trump und an die Brexit-Befürworter verkauft haben. Wir sprengen etwas den Rahmen, aber wir sehen, was passiert, wenn auf eine bestimmte Art und Weise auf den Terror reagiert wird. Das heißt, ein mechanistischer Ansatz. Welche anderen Ansätze wären möglich? Wir sprengen nicht den Rahmen, weil ich komme gleich. Wir sehen, wie alles zusammenhängt. Genau, und ich komme gleich zur Antwort auf deine Frage, aber wir sehen, dass die Terrorismusbekämpfung Auswirkungen auf unser alltägliches Leben hat. Ja? Nämlich auch auf Bereiche, die mit Terrorismus überhaupt nichts zu tun hat, indem Staaten immer stärker werden, indem es zu einem permanenten Misstrauen gegenüber dem Bürger kommt. Ja? Sozusagen, ich muss vom Bürger im Vorfeld schon die Daten haben, egal ob er etwas getan hat oder nicht, er könnte ja etwas tun. Ja? Auf einmal kommt es hier zu einer Umkehr. Und deine Frage ist, was kann man jetzt tun, wie könnte eine andere Art von Wie können wir die Ursachen bekämpfen und nicht, sagen wir mal, die Auswirkungen nutzen, um eigenartige Konstrukte zu entwickeln? Ja. Also diese ganze Radikalisierung, sagt man, es braucht für diesen Radikalisierungsprozess so etwas wie ein Milieu, ein radikales Milieu. Das heißt, wir haben hier eine Gemeinschaft von ganz normalen Menschen. Und in diesen Gemeinschaften gibt es radikale Akteure aufgrund von politischen oder religiösen Einstellungen. Radikal zu sein ist zunächst noch nicht unbedingt das Problem. Es gibt viele, die einer sehr, wenn man es jetzt wieder auf den Islam oder die islamistische Interpretation zurückführen, die eine sehr strikte Auslegung des Islams haben, Salafisten sind und radikal sind, aber nicht extrem sind. Sozusagen, sie sind zwar radikal, aber sie sind nicht bereit unbedingt, den Schritt zu wagen und auch Gewalt anzuwenden. Und die große Herausforderung für Staaten ist es, erstens einmal den Pool dieser Radikalen klein zu halten und dafür zu sorgen, dass wenige bis keine Menschen aus dieser Gruppe der Radikalen in die Gruppe der Extremen wandert. Und diese Wanderung passiert oft, indem sich diese Menschen dann aus dieser Gruppe lösen. Das heißt, sie bleiben nicht mehr in der Gruppe der Radikalen. Deswegen sind diese radikalen Gruppierungen
oft gar nicht einmal unerwünscht, weil sie dafür sorgen, dass es diese Ablehnung dort kanalisiert wird. Ja? Sie lösen sich. Und deswegen ist ein Ansatz zu sagen, okay, man versucht, und das ist aber ganz gefährlich, man versucht Kontakt aufzubauen zu diesen radikalen Gruppierungen. Berliner machen das zum Beispiel in einigen Bezirken. Das ist klassische Sozialarbeit. Sozialarbeit, ganz genau. Man hat ein Forum, wo man eben sagt, okay, in diesem Forum darf jeder mitmachen. Mhm. Auch die Radikalen. Weil wenn wir sie nicht mitmachen lassen, bestätigen wir sozusagen das, was sie ohnehin sagen, sie sind permanent ausgegrenzt. Ja? Dass es hier trotzdem nicht zu einer Nivellierung von Werten kommen darf, muss auch klar sein. Denn muss ganz klar sein. Aber wir haben ja auch Probleme mit unserer eigenen Wertedefinition. Das kommt also dazu. Wir sind, wenn wir vom Wandel sprechen, wenn wir von der Situation sprechen, von den Krisenszenarien, die wir heute haben, dann haben wir ja auch in unseren Gesellschaften, in den politischen Systemen, in der Wirtschaft sehr viele Sinnfragen, die wir noch nicht ausreichend beantwortet haben. Und wir merken auch, dass in vielen Bereichen Entwicklungen in die falsche Richtung laufen. Und das macht uns unsicher. Wir haben ja auch kein Modell mehr, denen zu zeigen, sagen, das wäre eigentlich das Tolle. Schau, wie wir es toll machen. Das kannst du auch, wenn du brav bist, unter Anführungszeichen. Jetzt haben wir ganz krass gesagt. Ja. Ich meine, das sind jetzt keine Foren, wo man mit diesen radikalen Elementen die ökosoziale Marktwirtschaft diskutiert oder Mobilitätsthemen wie Radfahren oder E-Bike. Ja? Sondern da geht es wirklich um diese Fragen. Also wir werden es einsetzen für einen Bus, der später fort noch das nächste Mal. Ja? Wiederschauen. Da geht es wirklich um Fragen, dass man diesen Menschen zuhört und dass man ihnen zumindest das Gefühl gibt, wir hören euch zu, sozusagen, dass dieser Radikalisierungsprozess gar nicht stattfinden kann. Aber was hier ganz wichtig ist, und das ist etwas, was wir erleben es in Österreich momentan teilweise, wir erleben es in Deutschland, aber auch in anderen Staaten, dass diese ganze Radikalisierung auf islamistischer Seite auch zu einer Radikalisierung in den Gesellschaften auf dem rechten Rand führt. Weil dass es zur Islamisierung von Radikalen kommt, hat eben oft auch ökonomische Ursachen. Und wenn wir in Gesellschaften leben, wo es einem Teil immer besser geht, und ich habe gerade gestern am Abend habe ich noch einen Aufsatz gelesen, ich war brav. Ja? Und da nicht das Nachtleben in Bozen genossen. Ne? Gibt's in Bozen Nachtleben? Wusste ich jetzt nicht. Wenn ich das gewusst hätte, den Aufsatz nicht gelesen. Ja. Und da war das ganz spannend, wo eben gesagt wurde, das mittlere Einkommen in den USA, das Medianeinkommen von jenen mit einem Postgraduate, also mit einem höherwertigen Studium, hat sich in den letzten 20, 30 Jahren um 20-30% verbessert. Jene, die einen einfachen Universitätsabschluss haben, haben eine ähnliche Steigerung. Jene ohne Highschool-Abschluss oder nur mit einem Highschool-Abschluss haben verloren. Das heißt, wir leben in Gesellschaften, ähnliches sehen wir hier in Europa, nicht ganz so extrem, aber ähnliches sehen wir hier. Gesellschaften, wo einige vom aktuellen System profitieren, die werden reicher, die werden wohlhabender. Ich muss da zurückdenken, vor 20 Jahren, in welchem Umfeld bin ich aufgewachsen, wie schaut das Umfeld jetzt aus? Es hat sich verbessert. Und dann schaue ich aber andere an, das hat sich verschlechtert. Und das heißt, in der Gesellschaft beginnt auf einmal dieser Kitt, den sie hatte, zu bröckeln. Ich bin damals noch in die Schule gegangen. Da war überhaupt kein Gedanke, dass jemand anders sein könnte wie ich. Ja, wir waren alle ungefähr gleich. Heutzutage bringen die Leute ihre Kinder in andere Schulen. Ja, mit Migranten vielleicht wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, dieser soziale Kitt in dieser Gesellschaft geht langsam verloren. Und es kommt zu Radikalisierungstendenzen. Und diese Radikalisierungen bestätigen dann sich gegenseitig. Wir haben die Islamisten auf der einen Seite, die sagen, ja, ihr seid alle rassistisch, ausländerfeindlich. Wir haben die von der rechten Seite und die sagen, naja, es kommt zur Islamisierung unseres Abendlandes. Beide Seiten haben irgendwie recht und trotzdem falsch. Ja. Also das ist schon in den Gesellschaften passiert hier etwas und das ist auch etwas, was man längerfristig angehen muss, weil diese Radikalisierungstendenzen, die sind beobachtbar in ganz Europa eigentlich. Möchte noch jemand etwas einwenden oder eine Frage stellen? Wir haben jetzt noch rund 20 Minuten Zeit zur Verfügung. Es wäre jetzt die Gelegenheit, noch auf einen Schwerpunkt hinzuweisen oder noch etwas zu fragen oder noch einen Punkt aufzuwerfen. Bitte schön, Sie müssen rauskommen. Das geht's nicht. Nein, aber das geht nicht. Nur wenn Sie rauskommen. Also das haben wir ganz strikt. Also wenn Sie auf den Stuhl gehen, ganz gerne. Also das ist ja nicht, er tut nicht weh, er tut gar nichts. Sonst fahren wir fort. Also wenn wir jetzt die letzten Viertelstunde ungefähr zusammenfassen, dann würde man sagen, anstatt jetzt in die Terrorbekämpfung zu investieren oder
sollte man in die klassische Sozialarbeit und in die Gerechtigkeit investieren. Und da gäbe es ganz interessante Möglichkeiten. Ich denke mir zum Beispiel nur einmal, damit wir uns vom Begrifflichen her die Sache auch etwas vorstellen können, beim G20 war Tagesordnungspunkt Nummer 1 der Kampf gegen den Terrorismus. Was wäre passiert, wenn der Tagesordnungspunkt Nummer 1 geheißen hätte Erhaltung und Förderung des Weltfriedens? Komplett ein anderer Zugang. Komplett ein anderer Zugang. Ja, aber das ist dann halt kein Kampf, nicht? Wir müssen ja immer kämpfen. Ist auch ein bisschen abstrakter für den Weltfrieden. Ja. Weltfrieden kann viel sein. Ich muss jetzt ein bisschen einwenden, diese Sozialarbeit ist ganz wichtig und wird von vielen Staaten viel zu wenig gemacht. Das ist etwas, was man in Großbritannien momentan gerade wieder ganz heiß diskutiert. Nämlich die Premierministerin May, die davor auch Innenministerin war, hat sich groß auf die Fahnen geschrieben, wir müssen die Radikalisierung beenden. Und heute kommt man drauf, wie sie das gesagt hat, eben jetzt großes Programm und viel Geld. Und heute, wir haben jetzt wieder diese Anschläge in London gehabt. Man kommt drauf, naja, hat sie vergessen. Sie hat zwar angekündigt, aber sie hat es nicht gemacht. Das heißt nicht, dass wir die andere Seite nicht auch brauchen. Und ich bin auch niemand, der sagt, die Staaten brauchen nicht Fähigkeiten, um in gewissen Situationen unter richterlicher Kontrolle in der Lage zu sein, Kommunikation abzuhorchen. Passt, habe ich kein Problem. Aber unter strengen Auflagen und mit strengen Überprüfungsmöglichkeiten. Ganz genau. Es gibt einen Rechtsstaat und dem muss man folgen. Und es macht einen Sinn, einen Rechtsstaat zu haben. Aber diese andere Seite darf nicht vergessen werden. Es braucht beides. Es braucht eine gesunde Balance in diesem Bereich. Und längerfristig, das ist auch etwas, was einfach längerfristig dazu beiträgt. Radikalisierung, und das ist momentan eben diese Radikalisierung, die wir als islamistischen Terrorismus wahrnehmen, ein Problem. Das kann in einigen Jahren eine andere Radikalisierung sein. Sozusagen, wenn sich Gesellschaften ändern, wenn die Unzufriedenheiten in Gesellschaften groß sind, wenn der Kitt in der Gesellschaft nicht mehr da ist, wenn der Glaube nicht mehr vorhanden ist, im politischen System etwas bewirken zu können, ja, wenn man glaubt, die richten sich eh immer nur, ja, und egal was ich tue und wie ich wähle, es ändert sich nichts, dann ist es früher oder später eine Entwicklung, die dazu führt, dass man eben nicht mehr den politischen Weg geht, sondern vielleicht in die Gewalt abdriftet. Und das ist genau das, was man eigentlich wir als Politikwissenschaftler und Wissenschaftlerinnen verhindern wollen. Konflikte sind ganz normal in der Gesellschaft. Überall, wo es Menschen gibt, wo es mehr wie einen Menschen gibt, gibt es Konflikte. Ja? Sobald, also Robinson Crusoe auf der Insel allein hat kein Problem, da ist politisch alles super, ja. Er ist Präsident, er ist oberster Heerführer. Und Taskmaster gleichzeitig. Alles ist er, kein Problem. Das Problem kommt, sobald der Zweite auf die Insel kommt und auch Präsident sein will. Ja? Sozusagen, Politik entsteht, sobald Menschen zusammenkommen. Und deswegen gilt es darum, Konflikte zu regeln, zu vermeiden, dass sie gewaltvoll ausgetragen werden. Also ich komme immer mehr zur Überzeugung, auch mit diesen Gesprächen, dass ich kann das einfach... Den Begriff des Islamismus oder des islamistischen Terrors, den kann ich so in dieser Form nicht mehr akzeptieren. Ich denke einfach eher, weil wir uns mit der zweiten Phase dieses Terrorismus beschäftigt haben, dass es einfach darum geht, eine soziale Kategorie zu definieren. Ja, das war ja das, was ich versucht habe zu sagen. Wir haben einerseits schon die Organisationen. Ich habe das Nähere mitgenommen. Dann. Ja. Wir haben diese Organisationen, die das politische Ziel verfolgen, aber bei vielen oft auch geht es nicht mehr um dieses politische Ziel, sondern es entsteht eine eigene Konfliktdynamik. Man ist jetzt auf einmal eine Organisation, kann davon leben, man ist wer in dieser Welt, ja, und man macht es einfach, weil man es bisher eh getan hat und es war so erfolgreich. Also wie sehr dieses politische Ziel noch im Hinterkopf ist dann eine andere Frage. Und man hat eben die andere Bewegung, wo eben dieser Frust, dieser ökonomische, dieses Gefühl von ausgegrenzt zu sein, sich in Gewalt äußert und diese Gewalt ist halt etwas, weil es gerade funktioniert und weil man sieht, es ist erfolgreich und da kann man sich als Teil von einem großen Ganzen zu sehen, eben als islamistisch oder kommt in islamistischer Form daher. Das ist eben das Simplifizieren, das die Dinge vielleicht jetzt nachvollziehbar macht, aber dann nicht leichter im Endeffekt, also was auch die Ursachenbekämpfung und die weitere Unterdrückung betrifft. Mhm. Ich möchte noch etwas Konkretes fragen, Richtung Ende hin. Italien ist ja von Terroranschlägen dieser Art, sagen wir mal so, in den letzten Jahren weitestgehend verschont geblieben. Und das nimmt doch irgendwie Wunder. Gibt es Erklärungsansätze dafür? Also Italien ist ein wirklich spannender Fall ja, in dieser Beziehung. Sonst auch, aber jetzt in dem Punkt wirklich spannend und ich habe vor kurzem eine Studie gelesen von einem italienischen Kollegen, der in London arbeitet, Michele Groppi, und der hat sich das genau angeschaut und hat gesagt und hat zwei Erklärungen dafür gefunden. Einerseits aus Sicht der Terrororganisation von oben,
ist Italien deswegen kein primäres Terrorziel, weil Italien ein ideales Land ist für die Logistik und für den Transit. Ja? Sozusagen, da kann man sich sammeln, da kann man Geld lukrieren, da kann man logistisch arbeiten, Leute durchschleusen. Und ein Land, das so wertvoll ist für die Logistik, greift man nicht an oder versucht es sozusagen nicht großartig. Geräuschlos, die ganze genau, Zeit. Ja? Natürlich gab es Anschlagspläne. Es gab Anschlagspläne auf den Dom in Bologna, glaube ich. Die U-Bahn von Mailand und der Vatikan wird auch immer wieder vorgebracht. Aber so richtig viele Anschläge hat es nicht gegeben. Oder Anschlagsplanungen hat es nicht gegeben. Wir sind über das Planungsstadium auch nicht wirklich hinausgegangen. Und was Italien auch nicht hat, ist die Zahl jener, die aus Italien ausreisen, um im Irak oder Syrien zu kämpfen. Das sind bisher um die 122 Personen. In Österreich sind es über 200 Personen, die das getan haben. Den Heiligen Krieg genau. ziehen wollten. In Frankreich waren es über 2000. Das heißt, es scheint hier in Italien neben dem Faktor der Organisation von oben auch von unten irgendwelche Erklärungsfaktoren zu geben. Und Michele Groppi hat argumentiert, naja, das hat damit zu tun, dass die Zahl der Muslime in Italien im Vergleich zu anderen Staaten kleiner ist. Wir sprechen von ungefähr 2 Millionen. Der Großteil von ihnen wohnt im Norden, also in jenem Teil, der ökonomisch besser gestellt ist. Ein Drittel rund in der Lombardei. Es sind Personen aus der ersten Generation großteils und nicht aus der zweiten und dritten. Sozusagen, die kennen die Verhältnisse, wie sie davor waren. Die wollen sich hier was aufbauen, sagen wir mal, und haben Angst, abgeschoben zu werden oder was auch immer. Die sind auch mit weniger noch zufrieden. Ja? Und sie leben nicht zwangsläufig ghettoisiert irgendwo. Ja? Und das sind Faktoren, wo er gesagt hat, ja, das ist nicht der klassische Nährboden, wo Radikalisierung entstehen kann oder wo Radikalisierung entsteht. Aber Dinge ändern sich. Und auf die hat er auch hingewiesen. Und das finde ich total spannend, weil gerade durch die ganze Migrationskrise und einerseits die Frage, wie der Staat darauf reagiert, nämlich falsch, indem er diese Personen teilweise ghettoisiert. Es bilden sich langsam Ghettos in Mailand, in Turin und so weiter. Und immer dort, wo junge Männer vor allem dann zusammengepfercht werden und zusammengesperrt werden und die denen auch keine Perspektive gegeben wird, haben wir wieder genau diesen Nährboden, der entstehen kann. Und auf der anderen Seite entsteht in diesen Gesellschaften Unmut über die ganze Migrationsfrage, auch über diese Personen, teilweise zu Recht, teilweise zu Unrecht, vollkommen klar. Und es entsteht ein Klima, wo diese Personen auch wiederum sich selber bestätigt sehen, dann ausgegrenzt zu sein. Und er sagt, es kann längerfristig genau zu einer Entwicklung kommen, wo es dann zu Terrorismus von unten kommen könnte. Und was können wir da machen? Also wir gehen da jetzt sehenden Auges auf eine schwierige Situation zu. Was kann man da jetzt vorbeugend machen? Also ganz wichtig ist, dass man diese Ghettoisierung versucht zu verhindern. Das ist immer leicht gesagt, vor allem auch aus meiner Sicht, aus österreichischer Sicht, tut mir Italien hier wirklich leid, weil Italien mit den Außengrenzen einfach die ganze Migrationskrise abbekommt und die anderen europäischen Staaten, Österreich als allererstes, sagen, uns geht das nichts an, das ist ein italienisches Problem, als ob wir nicht Teil der Europäischen Union wären und wir schotten unsere Grenzen ab und was die Italiener damit machen. Banz auf den Brenner, schick mal rauf, ganz genau, jetzt können wir endlich wieder mal mobilisieren und zeigen, was wir alles können. Vollkommen idiotisch und man lässt hier Italien alleine. Ja? Und Italien ist teilweise auch irgendwie überfordert. Ich meine, auf der anderen Seite, sie machen es eh noch relativ gut, weil mit dieser Anzahl von Migranten muss man mal umgehen. Ja? Aber sie dann zu ghettoisieren, das ist halt die Lösung, die teilweise verständlich ist, weil wo bringt man so viele Menschen um? Aber es ist etwas Längerfristiges einfach nicht ideal. Hier bräuchte es natürlich europäische Lösungen. Und da versagt die Europäische Union vollkommen, jetzt vielleicht nicht die Europäische Union als Organisation, sondern die Mitgliedstaaten, die sich als Teil der Europäischen Union sehen, vollkommen. Sie sprechen zwar immer von der Gemeinschaft und wir müssen Probleme gemeinsam lösen, aber gerade wenn sowas kommt, sind sie vollkommen überfordert. Okay, wir kommen langsam zum Ende, würde ich sagen. Haben wir noch einen Aspekt, der noch raus muss? Haben wir noch etwas unterbelichtet?
Wir haben jetzt, fassen wir es einmal ein bisschen zusammen, weil es war sehr dicht und sehr viel. Heute ist es mehr so ein, sagen wir mal, ein laufender Informationsfluss und wir haben ja auch einen sehr eloquenten und sehr gut informierten Gesprächspartner. Deswegen ist heute vielleicht nicht das Thema ein kontroverses, wo man mehr diskutiert, sondern es geht einfach mehr darum, dass man auch sehr viel erfährt. Also wir haben uns einmal am Anfang damit beschäftigt, wo der Terrorismus, diese aktuelle Welle, sagen wir, die wir noch jetzt erleben, ihre Ursachen genommen hat. Wir haben zurückgeblättert bis, sagen wir mal, in die 50er Jahre, die Spannungsverhältnisse im Nahen Osten, Satellitenregimes etc. etc. Dann haben wir gesehen, dass dieser Brandherd Afghanistan entstanden ist. Von dort aus, das war ein großes Manöver, um die Terrororganisationen, die vielleicht damals noch eher als Milizen gesehen wurden und nicht als Terrororganisationen, aufzufüttern, aufzupäppeln, also auch aus geopolitischen Interessen. Daraus sind dann die Terrororganisationen geworden, in der Form, wie wir sie jetzt gesehen haben. Wir haben uns mit 9/11 beschäftigt und wir haben dann festgestellt, dass diese Kommando- und Führungsstrukturen, die diesen organisierten Terrorismus geprägt haben, in der Folge zerschlagen wurden, was aber nicht bedeutet hat, dass der Terrorismus als solcher verschwunden ist. Der Terrorismus hat sich sozusagen atomisiert und hat ein anarchisches Prinzip bekommen. Und jetzt erleben wir, sagen wir mal so, dass wir jetzt Anschläge, die eigentlich hauptsächlich aus sozialen Gründen entstehen, also als Verzweiflungsakte auch gesehen werden könnten, dass wir die alle in eine Schublade hineintun und dadurch glauben, dass das Problem irgendwo, sagen wir mal, zumindest einmal definiert zu haben. Und wir sehen jetzt gegen Ende hin, dass es eben sehr viele sozialhygienische Faktoren sind, die wir mehr im Blick haben sollten und weniger jetzt, sagen wir mal, religiöse oder geopolitische Fragen, sondern einfach Fragen, was passiert in unseren Gesellschaften, dort, wo wir ja selbst auch leben. Und dass man mit einem, sagen wir mal, intelligenten Prozess, der diesen Erfahrungen Rechnung trägt, die wir gemacht haben, und diesen Erkenntnissen, die wir auch bei solchen Gesprächen gewinnen, eine Möglichkeit haben, diese Welle vielleicht auch wieder, sagen wir mal, zu unterbrechen. Und dass es wahrscheinlich eher nicht mit repressiven Maßnahmen geht, sondern eher mit einer offensiven Sozialarbeit. Also repressive Maßnahmen sind meistens der Ausgangspunkt für neue Radikalisierungsprozesse. Das wisst man, das ist überall so. Ich möchte nur noch mal einhaken bei der Frage, ist es eine Verzweiflungstat? Weil, und das habe ich davor auch versucht anzudeuten, ich würde nicht sagen, es ist eine Verzweiflungstat, weil es ist nicht so, dass die eine ausweglose Situation haben, beziehungsweise es gibt tausende andere, die eine ähnliche Situation haben und nicht zu Terroristen werden. Das heißt, wir kennen zwar das Profil derer, die zuschlagen, das sich gleicht, aber parallel dazu haben wir viele tausende Fälle, die gleich sind und die nicht zu Terroristen werden. Und warum es bei den einen Klick macht und bei den anderen nicht, das ist etwas, was wir immer noch nicht eigentlich wissen. Ja? Und weil du gesagt hast, das hat sich atomisiert, das stimmt, aber es hat sich zwischenzeitlich auch wieder eine neue Organisation gebildet, den IS nämlich. Ja? Auch das ist etwas, was man im Hinterkopf behalten könnte und das ist auch die große Furcht dieser Staaten. Ja, jetzt hat man Al-Qaida zerschlagen, dann war mal lange nichts, dann kam der IS. Als Organisation, jetzt hat man den zu schlagen, kommt jetzt wieder was? Kommt jetzt Al-Qaida vielleicht wieder? Oder kommt jetzt ganz was Neues von irgendwo her? Also wir haben einerseits dieses von unten, aber auch dieses von oben, das sich vielleicht immer wieder verändert, was Neues dazukommt. Wir haben beide Seiten. Okay, ich glaube, wir haben wirklich die wesentlichen Aspekte mal zumindest gestreift und wir haben das ganze Phänomen, das ein sehr komplexes ist, doch, denke ich, relativ gut einmal von allen Seiten und von mehreren Seiten beleuchtet. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Professor Eder für diese spannenden, dichten und umfangreichen Ausführungen und ich bitte Sie um einen Applaus für ihn, den er sich Danke. Sehr verdient. Vielen herzlichen Dank. Spannend und gut zu wissen, dass wir Experten dieses Kalibers auch in unserer Nähe haben und dass wir die hierher bekommen, auch wenn wir an ihrem Wissen interessiert sind. Ich möchte noch auf den nächsten Programmpunkt hinweisen. Im Oktober haben wir mittlerweile schon den Grundeinkommensmonat sozusagen festgelegt. Im letzten Jahr hatten wir im Oktober den Daniel Haney hier,
und in Bruneck, und das war sehr interessant, und man hat auch gesehen, dass das Thema Grundeinkommen in Südtirol wirklich sehr tief schon eingedrungen ist in das Bewusstsein. Das ist ein großes Thema in Südtirol, auch durch die Vorarbeit einiger unermüdlicher Pioniere, die schon seit Jahren dieses Thema bearbeiten. Und wir werden im Oktober den Philipp Kofze hier haben, das ist ein Ökonom und Philosoph, auch Mitglied des Think Tanks 30 des Club of Rome, und der hat zusammen mit dem Daniel Heni ein Buch geschrieben, Was passiert, wenn alles da ist, warum das Grundeinkommen die richtigen Fragen stellt. Und er war zusammen mit dem Daniel Heni auch eine der wichtigsten Triebfedern der Grundeinkommensinitiative in der Schweiz. Wir haben da auch eine Zusammenarbeit mit einer Arbeitsgruppe in Brixen, das ist BGE et Cusanus, und das ist interessant, das ist die erste Arbeitsgruppe, die bei einer Querdenken-Veranstaltung entstanden ist, und wenn Sie Lust haben, eine Arbeitsgruppe ins Leben zu rufen zu irgendeinem Thema, unterstützen wir das gerne. Diese Arbeitsgruppe hat sich in Brixen jetzt mehrfach getroffen und macht jetzt in der Cusanus-Akademie ein eigenes Programm zum Grundeinkommen, und wir sind ganz stolz und happy, dass wir da Paten sein durften für diese Gründung. Und Philipp Kofze wird jetzt von dieser Arbeitsgruppe eingeladen und ist am 17. Oktober in der Cusanus-Akademie in Brixen und dann bei Querdenken am 18. Oktober im Jugend- und Kulturzentrum UFO in Bruneck und am 19. Oktober dann hier in der Urania in Meran. Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch einmal darauf hinweisen, dass wir welche Kooperationspartner sich zusammengefügt haben, und ich finde das auch bemerkenswert. Bei den Querdenken arbeiten die Urania Meran, Cusanus Akademie in Brixen, Volkshochschulen jetzt seit diesem Jahr und das UFO zusammen. Und ich glaube, dass das eine sehr interessante Zusammenarbeit ist, die für alle fruchtbar ist und die auch eine neue Richtung weist und sagt, wir müssen mehr transversale Geschichten machen. Das interessiert ja die Leute überall. Ist ja, wir müssen keinen Wettbewerb machen untereinander. Wer bringt jetzt welches Thema nach Bruneck und das darf er nicht nach Meran und so weiter. Also ganz im Gegenteil sollte es sein. Wir werden unterstützt vom Amt für Deutsche Kultur der Südtiroler Landesregierung. Das ist die Grundfinanzierung, die sichergestellt wird. Wir haben einen Sponsor, das ist die Raiffeisenorganisation in Südtirol. Herzlichen Dank dafür. Und wir haben jetzt auch einen Medienpartner, das ist Salto BZ, das Online-Portal. Und wir möchten, wenn es gelingt, ab Oktober einen Audio-Livestream von den Veranstaltungen hier in Meran machen, weil wir ja in verschiedenen Orten sind und in Meran immer, möchten wir die Communities, die vor Ort entstehen, vielleicht in Bozen, wo Leute zu unseren Veranstaltungen kommen, dass die nicht im Trockenen sitzen, sondern dass die dann im Internet die Veranstaltung hören können, beziehungsweise auch nachhören. Wir werden von dieser Veranstaltung, haben wir eine Tonaufnahme gemacht, die kommt voraussichtlich schon morgen in die Mediathek, auf unsere Homepage. Bitte besuchen Sie unsere Homepage, schauen Sie sich das an. Ich möchte noch mit einer kleinen Bitte enden, abgesehen davon, dass ich Sie bitte, wiederzukommen. Wir haben dort hinten eine kleine Kiste, wenn Sie die Möglichkeit haben, ein paar Euro hineinzuwerfen. Also wir haben noch eine kleine Finanzierungslücke, und wenn die gefüllt werden kann, dann setzt das Querdenken auf eine bessere Basis. Vielen Dank, Marlene Mesner, für die Gastgeberschaft hier in diesem Haus. Vielen Dank für Ihr Kommen, und beehren Sie uns wieder. Wenn wir Ihre E-Mail-Adressen haben, werden Sie in Zukunft einmal im Monat einen Newsletter bekommen. Sonst schauen Sie auf Facebook, schauen Sie auf unsere Homepage. Sie sehen auf den Zetteln auch drauf, wie die Homepage gefunden werden kann. Es genügt aber auch, wenn Sie eintippen, Querdenken, Urania, dann finden Sie uns ganz sicher im Internet. Vielen herzlichen Dank. Noch einmal herzlichen Dank, Professor Eder. Und komm es gut nach Hause. Dankeschön, Wiederschauen.